Einen wunderschönen guten Tag. Heute wird entspannt gezockt mit unserem Diablo 3 Experte Frank. Ingame-Name Deodato. Und in diesem Sinne mögen die Spiele beginnen. So, ladst du mich in? Soll ich. Hä? Schwer. Ah, gut, ne, da können wir schon herladen. Ich kann dich irgendwie nicht inladen. Warum nicht? Ich bin noch an dem Portal, es hat noch einen kurzen Ah, Augenblick. gut, ist nicht schlimm. Ja, sag einfach, wenn du soweit bist. Dann fange ich schon mal an mit meiner Male. Also, ich muss mal gucken, was bin ich mit dem da gelaufen. Ah, ne, das ist Hardcore. Ich dachte, weiß, so niedrig bin ich. Oh, ich bin schon 100er gelaufen mit dem hier. Gut. Allerdings ziehe kann ich 100er noch nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Basisausrüstung. Ich habe hier alles sehr basismäßig. Aber ich denke, es wird lange. Du bist auf einem Hardcore-Helden, deshalb funktioniert das nicht. Ich spiele einen normalen. Bin ich da auf dem Hardcore? Ja. Oh. Gerade in Gruppe 1 Gruppeneinladung anfragen, ja. Gut. Ach, kein Wunder dann. Das ist auch, warum ich mit dem Level so niedrig bin. So, gut, Helden wechseln. Wo ist ein Softcore? Ah, mit dem Softcore bin ich auch hier. Also da bin ich gut. Ja, da ist ja eigentlich jeder ganz gut. Ja. So. Außer du spielst nur Hardcore. gut. Sagst dann, wenn du so weit bist, dann lade ich dich in, weil du bist hier auf schwer. Oder bist du durch? Ich bin jetzt durch, ich bin Sippy, du kannst mich einladen. Ich bin zu niedrig. Also Qual 10 traue ich mir mal zu. So. Starten. So. Oh, auf jeden Fall so eine Sockelgabe. Ich habe eine Waffe, aber die hat keinen Sockel. Ja, aber für Negro bin ich jo. Für DH könnte ich da was geben. Nee, ich meine dieses, wie heißt das, Ramalatnis Gabe, dass man einen Sockel in eine Waffe reinkriegt, weil man konnte diese blauen Waffen ja nicht umschmieden. Und ich habe Ach so, keine. Sock. Na, ey, du, wenn einer fällt, da kann ich da energie. Ich brauche doch Ja, keine. super. Ja. Ich habe überhaupt keinen mehr. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Verschenkt? Keine Ahnung. Weg. Im Moment fällt allgemein nicht viel. Also, hast du Chirift Keys? Ja, warte. Ich habe 38 Stück. Gott, so viel habe ich nicht. Ist ein Ding, wenn wir mit dem 70er anfangen, weil ich weiß nicht, wie stark ich bin. Du kannst auch erst einen 60er machen. Das ist mir egal. Hauptsache hinterher fällt ein bisschen was, was ich gebrauchen kann. Ja, Der Rest ist mir wurscht. Du kannst machen, was du willst. sah das nicht, ich mach's noch. sah das nicht. Ich bleib einfach hier erstmal hier eine Weilchen stehen und dann gucken wir mal. Macht das. Ist ja nix, ne? Also ich habe eine Waffe, eine Levelwaffe, ne? Und den einen Schild habe ich schon, den weißen, ne? Den ist noch ein Schild. Die Weißschlange, das habe ich in diesem Arc gemacht. Ich habe Levelwaffe gemacht und habe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube in Hardcore. Ja, in Hardcore habe ich 2 Schaden hochgespielt über die Levelwaffe. Da habe ich mich nicht hier gelockt, sondern über die Levelwaffe. Circa 1,5 Stunden. Gut, ich weiß, manche machen es schneller, aber das waren Hardcore-Chars. Wie gesagt, du weißt, ich bin doch ein bisschen muffig, ich spiele doch nicht gern so. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt diesen den Sweat-Char spiele. Das ist halt, weil der so extrem niedriges Level ist und. Ich habe denen gerade mal eine Season gespielt, das habe ich vorher noch mal gespielt. Das ist jetzt ein 2. Season, wo ich den hier spiele. Und da man ja allgemein schnell levelt, habe ich mir gedacht, yo, ey, mo. Aber Path of Exile, die Idee finde ich auch, wie gesagt, das. Beziehungsweise weder Robin habe ich mit Titan Quest angefangen.
Und jetzt kommt der Knaller. Ich weiß, ob ich dir das schon erzählt habe. Meine Frau spielt Titan. Quest. Also die spielt normal für Computerspiele. Aber Titan Quest spielt. Die hat mitbekommen, dass ich Titan Quest angefangen habe, ne, mit Robin. Fangt meine Frau an und spielt das Spiel in 2 Wochen durch. Also weg, die hat das Ding in 2 Wochen mit alle Dinger durch. Also ich habe gerade mal den ersten Akt durch. Wenn man da sonst nicht viel zu machen hat oder so, dann ist das eine schöne Ablenkung. Ne? Ja. Also die Kinder im Kindergarten. Da hat sie noch mal Updates gegeben und so. Ja, mach einfach weiter. Du, das ist mir in hart. Also das war mir Feuer. Ich habe halt mit jemand gespielt, der war höher in Hardcore und ich habe so wie du probiert mitzulaufen, ne? Und Feuer hat mich komplett zweimal aus der Schlappe gehauen. Das war mir gar nicht bewusst, dass hier Feuer so stark ist. Aber die Zeit ist in Ordnung. Also das kann man nicht sagen. Die Zeit ist in Ordnung. Und wenn du nicht höher gehen wolltest, ich muss es alle, ich level hier noch genug. Das ist ja prima, reicht doch so. Ja. Brauchst du noch irgendwas Braunes oder so? Ich hab ja nix und ich weiß gar nicht, was ich alles brauche. Jetzt habe ich gerade den Schild nochmal gekriegt und ich glaube die roten reinschieben. Aha. Und dann gucken wir mal. Jetzt wollte ich mir erstmal den grünen Edelstein, den muss ich erstmal gucken. Jetzt habe ich den gelben gekriegt, den werde ich jetzt mal aufwerten. Aha. Aber lohnt sich das jetzt überhaupt noch ein Necro-Ose fangen, hallo? Ach, mir war heute langweilig, mein Gott. Du schilderst, weil ich habe vor einer Woche, wie gesagt, ich habe vor einer Woche Acho gefangen mit meinem Zwett. Mit meinem Zwett-Account, also die sind jetzt eine Woche alt und wie gesagt, ob sich das für 2 Wochen lohnt, ne? Man weiß es, aber es macht mir Spaß, also, ja, wie du sagst. Aber ich muss sagen, du hast... Ja, ich habe noch 5 Plätze frei, ja, und dann mal gucken, was ich brauche. So, Knochensperr und Kadaverlanze, ne, dann reduziert euren Schaden. Aber du hast mich auf Path of Exile neugierig gemacht. Zumal ich sowieso, da kommt ja demnächst raus, also Path of Exile 2. Ja, aber da warte ich erstmal ab. Das ist ja selbe Spiel. Das ist ja einfach, also, weil ich habe ja da auch ein bisschen Geld. Du behältst alles. Du behältst die Truhefächer, du behältst dein. Also, ich habe ja 2 so Häuser, wie sagt man? So, wo man so die Äußerlichkeit verändert, habe ich 2 Sets gekauft. Ja. Oh, ja, ich habe da auch eins. Das ist Mecha, irgendwas mit Mecha. So rot, leuchtend rote Spuren, die dampfen und, ne? Cool. Was ich auch gerade letzte Woche gespielt habe, ist dir Lust. Arg Begriff. Ja, dem Namen nach. Ich habe es mir angeguckt, aber es hat mir nicht gefallen. Und dieses eine, wo sie alle auch so gehypt haben, New World, ne? Ja. Das wollte ich mir kaufen. Da bin ich immer ganz froh, dass das nicht geklappt hat. Irgendwie hat sich mein Spielshop aufgehängt. Er lädt die Bilder nicht mehr runter. Warum bist du froh, dass es nicht geklappt hat? Ja, weil ich jetzt so denke, der Endgrind, ne? Also, ja. Wenn du alles gemacht hast, du bist 60, hast dein Häuschen gekauft, hast es ausgestattet und so weiter, hast jeden Tag nur noch Erze fahren, damit du im Auktionshaus Zeug verkaufen kannst. Ja, ist genauso langweilig wie im WoW. Ne? Und es gibt keine Inhalte, also nichts Tolles, wo du sagen würdest, boah, das brauche ich jetzt unbedingt, so ein Item und, ne? Also da gibt es wirklich nichts. Mein Lachen hat einen bestimmten Grund. Welche, wo
zu welchem Spiel ich heute Abend mit Freakshow hier verabredet bin, Fan New World zu spielen. Ungelogen. Aber, und jetzt kommt das, was ich so witzig finde. Das, was du mir gesagt hast, sage das bloß nicht zu Freakshow. Der tötet dich. Der tötet dich, wenn er das hört. Also, aber mir geht's wie dir. Also, das Spiel ist, das ist wie Diablo 2. Das ist, ich spiel's gern. Es ist wirklich, dass ich sah, ja, das ist ein doofes Spiel. Aber, Freakshow, der ist so, das beste, das allerbeste Spiel ever. Und ich denk mir, nee, ist es nicht. Das ist es nicht. Also, und es ist, wie du sagst, also Freakshow und ich, wir sind jetzt beim Hochleveler. Also, er ist jetzt 3 Level vor Max-Level und ich bin jetzt 27 Level vor Max-Level. Aber mir geht genau das, was du sagst. Also, ich hab, wenn ich 60 bin, ich wüsste nicht, was mich dann noch alle sollte. Also, gut, es gibt doch hunderte von Erfolge. Also, wie gesagt, also, du kannst bis Level 200 Kräuter sammeln. Das dauert ewig. Du kannst bis, aber was ich jetzt so blöd klingt, gern mache ich Angeln. Das ist stinklangweilig. Das ist total primitiv. Aber es entspannt mich. Das mache ich wirklich gern. Aber das war ja schon bei World of Warcraft mit der Angelei. Ja, aber das mache ich mit Sicherheit nicht jeden Tag 4 bis 6 Stunden. Es ist genau das, was du sagst. Da ist die Luft raus. Und zum Beispiel, ich bin von Lost Ark total gehypt. Total. Jetzt nicht so, wie gesagt, ich sah nicht, dass es das beste Spiel ever. Aber ich finde das Spiel, guck dir mal auf YouTube meine Videos an. Ich bin von diesem Spiel begeistert. Du kennst mich. Du weißt, was ich immer verfressen ziehe. Das Spiel, ich habe gegrinst beim Spielen. Ey, ich gehe in den Keller zum Lachen. Ich habe bei diesem Spiel gegrinst. Welche waren das bei mir je Spiel geschafft? Ich grinse bei Diablo 3 nicht. Ich liebe Diablo 3. Also. Ja. Aber, und das ist halt auch, weil es heißt immer Diablo-Killer. Das ist vom Spiel her ganz anders wie Diablo. Also, das ist. Also, zu beschreiben ist schwer. Also, aber es ist. Es ist was ganz an, aber es ist geil, also es macht Spaß, also. Und ob ich es ewig spielen werde, weiß ich auch nicht, also, aber es ist, wie gesagt, da geht's mir wie dir, ich spiele auch gern mal was anderes, also, wie gesagt, ich spiele Part of Exile gern, ich spiele Command & Conquer, 1 und 2 habe ich mir die Remakes geholt, die spiele ich gern, ich spiele gern Age of Empires, 1 und 2, das wäre ja, also mir wird so schnell nicht langweilig und ich finde auch doof, nur E-Spiel zu spielen, also. Ich kehre in die Stadt zurück. Ach schick, jetzt habe ich glaube ich schon 3 Teile von dem Set. Aha. Radmaß? Nee, doch nicht. Das übrigens anders. Seit Mittag in Hardcore, ne? 2, Totenbeschwörer-Set-Teile kriegt, ne? Aber, ja, wenn du DH spielst, bringt er das nix. Ich nehme an, man beginnt die Unterhaltung mit einem Hallo. Kannst du mal, ich hab aufgehört. Gut. Oh, oh, aber ich glaube, ich hab nicht auf. Ah, doch, ich hab gut. Gut gemacht. Wie viel Kies hab ich noch, ne? Dass ich doch hier war. Ah, ich hab noch 10, ja. Ich glaub, wie lange spielst du noch? Frank. So, solange der Freak nicht da ist, ne? Du musst nicht gehen, mehr, weil er kommt, also. Nee, ich kann ja auch zuhören dann, ne? Was weiß ich. Zumal ich muss auch sagen, also Freakshow und ich, wir sind mittlerweile beide sehr unzuverlässig geworden. Weil ich in letzter Zeit öfters ingeschlafen bin. Und bei ihm ist halt auch öfters, dass der Rücken so schlimm ist, dass er gar nicht mehr spielen kann. Und deswegen, also wir haben uns in der letzten 4 Tage eh mal gesehen.
Zwei da konnt er nicht, eh da konnt ich nicht. Und es ist halt auch so mit New World. Er wird halt am liebsten jeden Tag 10 Stunden New World spielen und ich will halt auch was anderes. Also nicht nur das New World. Also es ist mir zu. Ja. Wie gesagt, das ist ein gutes Spiel, das macht auch Spaß, aber ich habe keinen Bock, das jeden Tag 5 Stunden zu spielen. Also wenn ich das 2 Stunden von mir aus Armor 3, das langt mir dann aber auch. Mehr brauche ich nicht. Ja. Ah, ich habe den grünen Stein gekriegt. Dann können wir doch mal nachher beim nächsten das mal aufwerten. So. Bei Discord macht mir weil richtig Kopfverbreche. Das kapiere ich gar nicht. Ich komme mit meinem Zugangsdaten, von mit dem ich das Server gemacht habe, komme ich nicht mehr auf mein Account. Also ich muss jedes Mal mein Passwort neu vergeben lassen. So ein Motto, ich hätte es vergessen. Und der Witz ist, ich habe noch ein alter Discord-Account. Und mit dem komme ich einwandfrei auf mein Discord. Also, aber ich bin da, weil ich habe halt auf dem anderen nicht die Rechte, die ich habe, wie wenn ich den Discord gegründet habe. Also, nervig. Hat man von der anderen noch was gehört oder machst du weiter nur mit Robin zusammen spielen? Weil ich spiele aktuell auch nur mit Freakshow. Nö, ich hab von den anderen nichts gehört. Was mich halt irritiert ist, bei D2, also da spielen angeblich sehr viele. Aber ich sehe die alle nicht. Also jetzt habe ich erfahren, der ein oder andere spielt Inkognito. Ja, aber es gibt mehrere, die nicht im Kopf sind und die haben mir dann auch anscheinend still, also ich habe die alle gefremdlich. Die werden mir nicht angezeigt und ich stehe ihnen anscheinend auch nicht. Also da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Der Einzige, den ich in D2 gesehen habe, warte. Rabatak habe ich gesehen in D2. Und Thomas habe ich auch gesehen in D2. Aber von der anderen nicht. Hallo. Ah, Venom habe ich auch eben nur gesehen. Apropos, mein Loot lag ist mir weil, also sowas von treu. Das, also das ist unfassbar, was ich für ein Pech hab, was Loot angeht. Also ich bin vom Paragon-Level her in Hardcore, also relativ hoch. Aber ich hab ein Set, das ist lächerlich, das ist lächerlich. Also das ist das hat normal einer, der vom Paragon 200 Level niedriger ist. So, kann ich weiter. Aber warte mal, ich habe unterwegs. Ich glaube, ich habe Goblin gehört. Nee, kann nicht sein. Nee. Nee. Okay, Goblin, gut.
Alles Gute. War das normales? Nee, das war schwierig. Gut, weil wollte ich schon so. Apropos, habe ich eigentlich mein Set schon komplett? Ich weiß es gar nicht. Heute Mittag musste ich Bounties machen, für das ich in die Cube. Also ich hatte die richtige Sache, aber ich hatte kein Matz, für sie in die Cube zu machen. So, wir sind durch. Ich gebe kurz Blutsplitter aus. Gut gemacht, Jack. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Das Glück ist mit den Mutigen. Was? Das hatte ich dabei? Vergesst nicht, dass ich das Glück stets fand. Mein Gepäck ist voll. Witzig, ich hab sogar Ramaldins, aber die kann ich mit dir nicht teilen. Die ist aus dem anderen Spiel. So, jetzt habe ich den Vierer-Bonus, weil ich schon drei Teile habe und den Prunkring im Cube aktiviert habe. Oh. Weißt du, ich habe noch gar keinen, aber wie gesagt, ich habe versucht, Bounties zu meiden, wo es geht. Also, ich habe meistens die Wochenaufgabe gemacht und da habe ich ja dann gerade so genug Matt, für so die Basisroll zu machen. Alles weg. Oh weh, man wird mich jetzt steinig und ich spiele Softcore und habe Nahtod drin, ne? Ja, wieso? Seine Aufwertung haben oder nicht haben? Ja. Na, da bin ich halt recht kritisiert worden, weil in Hardcore habe ich den Feiglingstein drin. Den spielt man nicht. Das ist, da nennt man den Tekko. Ja, je nachdem, wie viel man da investiert hat, würde ich das durchaus als berechtigt ansehen. Ja. Na, wie gesagt, ich bin einfach so, ich bin ein Schütze, aber bei dem Tekok, das ist ja auch so eine Sache, was halt, wie gesagt, weil ich passe ja meine Spielweise an und der Feigling, also ich habe ja immer das Glück, dass mich dieser eine Schlag trifft
und dann ins Nirvana haut. Und der Feiglingstein tut dir den ersten Schlag schon mal wegmachen. Und der Tekok, da musst du ja permanent in Bewegung sein, dass der ein Schild aufbaut. Und ich habe dann immer das Glück, dass ich irgendwann ausgelost bin. Und dann kommt ein Gegner, wo ich kein Schild habe. Also dann habe ich lieber das. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn dann alles schief geht, wenn der Stein hoch genug ist, dann heilt der M8 zum Glück relativ schnell wieder hoch. Und das macht kein anderer Stäb, ich schnell hochheile. Also, Pylon, ich hab vergessen, ich hab den Cube noch die. Ach so, schon. Ja, Pylon, ey. Blöd, ey. Ich krieg hier eine Liebe back. Direkt an meiner. Bei einer Malerweise, so, weil wollte ich schon sagen, mein Begleiter hat doch Nemesis, aber ja, du bist ja im Moment mal Begleiter. Aber in Hardcore zieh ich auch keine, immer noch nicht, hallo. Au. So, das war meine Aufwertung. Aber gut, ist egal. Ich habe auch kein Geld ausgegeben. Also ist im Moment eh egal. Zumal wir hier so schnell die Rift machen. Das ist der Fall, wenn du vom Level her so niedrig bist. Du machst so viel Level. Ich hatte ja vorher gehabt, hier noch Paragon 1000 zu schaffen, aber ich glaube, das kann ich knicken, alle in einer Woche kriege ich das nicht hin. Und ich glaube, zwischen den Seasons werde ich gar nicht spielen, also das ist weh. Das hat für mich irgendwie gar keine. Spielst du zwischen den Seasons? Nö, höchstens mal um die Tasche leer zu machen. Ja, ja. Nee, wie gesagt, das mache ich immer, also ich mache immer, wenn die neue Season anfängt, bin ich schon immer eine halbe Stunde früher da und da tue ich eigentlich alles in die Mülltonne treten. Ich heb mittlerweile auch nichts mehr auf, ich tue es einfach löschen, ungesehen. Also, ich muss zurückkehren. Ach Gott. Gut gemacht, ich werde nun noch mehr gefürchtet. Ich muss aber sagen, New World habe ich am Anfang nur im Freakshow Liebe gespielt. Allerdings, ich wollte es auch spielen. Es hat mir aber doch wirklich besser. Also ich dachte, naja. Aber es ist doch besser, wie ich dachte. Wie gesagt, es ist. Ich hype's jetzt nicht so wie Freakshow. Also Freakshow ist das just alles beste Spiel ever. Und für mich definitiv nicht. Aber es ist für mich auch ein gutes Spiel. Also es macht Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, scheiße, jetzt muss ich das wieder spielen. Ich spiele es wirklich gern. Aber wie gesagt, so nur 2 Stunden lang dann auch. Und dann spiele ich gern mal was anderes. Und es ist ja wirklich, wie gesagt, D3, ne? Ich tue weitere D3-Sucht, richtig Sucht, hallo. Ja, das ist ja okay. Ich habe ja auch wieder, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen gar nicht gespielt. Und ja, dann dachte ich, oh, ich mache mal mit meinem 2. Account. Jetzt muss ich mal was trinken. Das war bitter. Oh.
Aber für mich läuft das hier perfekt. Ich level gut. Mal stehen gehen hier. Alles was von Lauf zu Lauf besser. Wo ich noch ein paar Verteile kriegt. Ja, ich habe gerade gekauft Stiefel, aber es waren die falschen Stiefel. Ich habe in Hardcore jetzt ein 6er Set, ne? Habe aber die Brust dreimal, die Arm, die Hände zweimal, ne? Und probiere jetzt umzurollen. Auf halt, dass ich 6 Teile habe. Das geht ja im, ne? Mit Atem des Todes. Ey, ich habe über 20 Mal gerollt. Ich hatte 5-mal die Brust. Ich hatte 3-mal die Hände, ne? Welche, was ich nicht hatte. Ich hatte keine Hose und keine Schultern. Ne? Das ist, was ich brauche. Hallo. Ja, das ist schon... Das ist traurig. Aber guck mal hier in deiner normalen Ziel, ne? 3769 Atem des Todes, mein Gott. Was ja. Damit machen, ne? Ja. 3000 weiße, 5000 blaue, 3800 gelbe und vergessene Seelen auch schon 2100. Ja. Hat Hype im Chat einer gesagt, Diablo ist halt ein Farmspiel, also. Ja, wo ist das? Part of Exile, ja, wenn du so nennst, hallo. Ich glaube auch, wenn Part of Exile nicht, also wie gesagt, es ist halt einfach sehr kompliziert. Ich glaube, wenn das schlichter gestrickt wäre, würde ich noch mehr spielen. Aber ich spiele es auch so gern, aber es ist halt wirklich... Das ist nichts, was du mal 3 da spielst und dann bist du wieder direkt drin. Sondern da guckst du erst mal eine Woche lang Videos, wie du skillen musst. Und ja. Mittlerweile, ich habe ja, wie gesagt, ich habe hier der Streamer, ach, ist die komplexere Computeranlage. Wenn ich Part of Exile spiele, ich habe auf einem zweiten Monitor permanent ein kompletter Skillbaum, wo ich dann gucken kann, wie ich weiter skillen muss. Ja, ich habe das jetzt bei Pass auf Exile so gemacht, ich habe mir diesen Skillbaum runtergeladen in den Browser, der ist im Hintergrund offen. Ja. Dann habe ich die Schlagwörter eingegeben bei den Charakteren, die ich gerne spiele. Das sind 3 oder 4 Stück. Ne? Also ja. Bei den Nekromanten habe ich dann Kreaturen eingegeben. Dann blinken auf dem neuen Skillbaum sämtliche Skills, die mit Kreaturen zu tun haben. Dann habe ich die einmal alle durchgelesen. Dann habe ich mir gedacht, so von den 8 Stück sind 5 meine und die anderen 3, die lasse ich weg. Und denn von den Kreaturen sind ausgehend von der Zauberin als Starter oben rechts sind die Golems, links ist der große Skillbaum neuerdings. Und also wo du dann reinkommst und machen, dann haben dann da gibt es 3 goldene Sachen, die da aussuchen kannst, aber eigentlich musst du sie alle aktivieren, damit die auch richtig rocken, die ganzen Charaktere, die du da mitnimmst. Und dann jetzt bei dem aktuellen Marodeur, den ich spiele, habe ich dann eingegeben Reflexion, genau. Reflexion, dass jeder Schaden, der da reinkommt, ganz fröhlich weitergegeben wird. Und der steht am Boss, der verliert den Schild, den verliert er, aber Leben verliert er nicht, weil er hat eine Lebensregeneration von 5. Oder 10 Leben pro Sekunde oder noch höher oder 100, keine Ahnung. Aha. Das heißt, der haut mir eine Kelle rein, dann kannst du zugucken, wie der Balken wieder sich füllt. So, dann porte ich mal eben rüber. Ja, und ich muss auch sagen, also ich bin ja einer, wo, also ich, früher war ich gegen Shop, Ingame-Shop, dann war ich mal zeitlang dafür, jetzt bin ich wieder dagegen. Aber ich muss sagen, gerade in Part of Exile macht es Shop Sinn. Also, weil es ist einfach so, es gibt Builds, wo
wo es dann auch so wichtig ist, die richtige Set-Teile zu haben, die ich so nie finden würde. Und insofern finde ich da jetzt Shop gar nicht so doof, dass man da, beziehungsweise was heißt Shop, da gibt es ja so die Börse, glaube ich, sagt man. Oder sagt man Börse, ich weiß es gar nicht. Wo man halt kaufen kann, wo man traden kann. Ja, Auktionshaus, so wie früher bei dir. Also ja, ja. So, jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen gucken, ey. Allerdings bin ich doch auch nicht wie Freakshow, dass ich dann, bevor ich anfange zu spielen, möchte direkt das ultimative Gear graf. Sondern ich spiele erst mal, bis ich das bin. Und wenn ich dann auf, keine Ahnung, Level, ich glaube mit Level 60 oder so, bis ich das, dann fange ich auch mal so die erste Sache zu kaufen. Aber du, ich glaube, Qual 10 ist zu niedrig, oder? Du hast die Gemakheit rauszugehen. Ja, können wir machen. Moment. Übrigens, was mich ein bisschen wundert. Ich hatte ja mit Diablo 3 so mal Probleme zeitlang. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und es war mit. Ja, immer mit Offline und Ruckeln, ja, und. Genau, mit Ruckele und Standbilder und ja, und auf alle Fälle. Ich habe jetzt einen neuen Computer. Und ich habe ja an meinem alten neuen Computer. Also alle möglichen Einstellungen machen müssen. Und es hat aber irgendwie nie geklappt. Und ach, ich musste ja alles hochstellen. Und jetzt habe ich immer jetzt auf meinem neuen Rechner hier, der ist, lass mich liegen, jetzt wäre er 3 Monate alt. Da war alles automatisch. Also ich habe das Programm installiert, da war alles auf Maximum gestellt. Und das geht jetzt alles wie Sahne. Ob das vielleicht wirklich damit zusammenhängt, dass ich vorher eine AMD-Grafikkarte hatte und jetzt habe ich schon wieder ein GeForce drin, aber ich glaube es nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Problem ist. Oder ein Problem war, je nachdem, also... So, die kannst du erst alleine umknüppeln. Ja, muss ich erst mal gucken, welche Gegenstände ich denn hier anziehe. So, ich hab bereits die Sackgasse gefunden. Dabei bin ich mal gespannt, nächstes Minuten, wer zurückkommt, weil mehrere haben gesagt, dass die bei Diablo 2 bleiben, alle, dass sie gar keine 3er mehr spielen wollen, alle. Oh, das kann doch jeder noch mal sein. Ich war kein Herzling, alle. Man kann die höchstens exhibieren, ne? Wenn man dann denkt, ja, wer dann nicht mehr will, der muss eben dann zusehen. Ja. Aber die Leute reden ja auch erstmal viel, ne? Ja, wahrscheinlich wird sich das alles einhalten. Also wenn wir keinen Platz mehr im Clan haben, dann tun wir ein paar rausmachen, dass wir drei Platz kriegen für neue. Aber ich glaube, das wird im Moment nicht passieren. Also im Moment haben wir wirklich, wir haben ein Nachwuchsproblem, also
Im Moment haben wir wirklich zu wenig noch. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute nicht anfangen. Also ich bin ja nicht nur hier aktiv. Es gibt noch Leute, die jetzt mit D3 anfangen. Also so, verkauf doch mal den richtigen Helm. Was habe ich gekriegt? Maske der Seuche. Das ist doch schon mal schön. Vier Teile. Ich habe der Wei erzählt, es gibt noch Leute, die anfangen, ne? Ja. Wei, also ich bin auch immer Dämonenjäger, Chat drin, ne? Schreibt einer, hi ho, ich bin neu hier, ne? Und Wei, der ist Level 24, also der ist auch komplett neu, also. Also es gibt sie noch, die Neuen. Ja, das ist doch schön. Kannst du mehr weiter? Oh, schon dreimal Black Swords in einer Folge. Das ist doch scheiße. Aha. So. Ah. Apropos, ich habe in dieser Season, ich glaube, von 4 archaischen Set-Teile, die ich habe, habe ich 2 mehr Black Turns. Also, ich bin begeistert.
So, ich muss noch ein paar Stiefel craften, es bleibt wohl nichts übrig. So. Ach Gott, mir fehlt der Weihruf, ich überhaupt. Ich hab noch nicht einmal die Edelste in der Brust, die ich. Die vierten Black Sword. GZ? Die fünften. Ja. Läuft. Das Schicksal ist euch heute hold. Kommt bald wieder. Ein Schnäppchen. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Ja, 6er Set. Ha, Glück gehabt. So. Jetzt da mal gucken. Körper, Hände, Füße, Kopf, Schultern, Beine. Das ist genau dasselbe. Radmaß, Brustrüstung. Ja, die wird doch wohl erst bleiben. Soll ich noch ein normales machen? Ja, kannst oder ich. Nee, ist wurscht, mach wie du willst, ne? So. Ja, aber du willst doch jetzt bauen, oder? Jetzt habe ich auf jeden Fall einen 5er-Bonus. Ja. Also mit dem. Hallo, können wir weitermachen direkt mit Schnitt? Können weitermachen, ja, gut. Ja. Ich glaube, es ist da der Rabatt. Wo? In Diablo 2. Achso. Der hat mich verrennt. Ach. Halt, ne, auf dem Account ist das kein Wunder, dass er mir nicht auch gezeigt wird. Auf dem Account ist das gar kein Wunder, dass ich ihn nicht sehe.
So, kann ich kommen, ne? Jo. Aber ich hab den Eindruck, im Moment ist wirkliches Loot sehr schlimm. Weil ich hatte ja auch mal Zeit lang, wo ich gesagt hatte, also ich hatte Eindruck, in Hardcore fällt mehr und besserer Kram. Nix mehr. Da fällt absolut nix mehr. Ich kehre in die Stadt zurück. Mein Training zahlt sich aus. Oh, schön, ich habe den zweiten Ring gekriegt. Fokus und Zurückhaltung. Mhm. Kann ich den wegnehmen? Das hatte ich dabei. Vergesst nicht, dass ich das Glück stets wandle. Jetzt brauche ich bloß noch einen halben Sockel. Übrigens, was nächste Season totaler Müll ist, Vermeigeschmack, sind die Starter-Sets. Weil ich habe jetzt wirklich mal geguckt. Also da ist keine Klasse, die ein Starter-Set hat, was mich wirklich reizen wird. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also bei mir hat die Erfahrung gezeigt, so lang wie das dauert, bis du die Season-Reise so weit hast, dass du das Starter-Set kriegst, bis dahin hast du zumindest mal provisorisch irgendwas anderes, was auch funktioniert. Und insofern wäre ich wahrscheinlich gar nicht nur Starter-Set gehe, sondern ich wäre eher gucken, was für Klasse ich spiele. Und bei mir wäre es wahrscheinlich wieder der DH und der Barb. Ich hoffe, dass der Barb die nächste Season nicht so schlecht. Also wie gesagt, also die Season macht der mir gar keinen Spaß, der Barb. Gar nicht. Ja. Ja. Der spielt sich so ruckelig, so mit dem spielt schon mit dem Großvater und mir geht da ständig der Hass aus. Ich würde ja dann gerne nach dem Spiel ja, eine kurze Pause machen. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich auch viel zu wenig gegessen heute. Och Gott, du machst. Und ich würde dann danach auf Path of Exile switchen. Wenn du da auch Lust hast.
kommst du einfach nicht dazu. Wie gesagt, theoretisch ja, aber halt oben nicht. Also, aber ist doch nicht schlimm, wir kennen jetzt so ein bisschen TS-Bahn noch ein bisschen. Ja. Solange mir nicht keiner anschreibt, dass da irgendwas ist. Aber war ja bisher noch nicht. Ja. Wie lang ist denn ein Part of Exile schon gewesen? Das ist doch auch maximal 3 Wochen, ich meine 2. Ah. Und da bist du jetzt schon mit M auf 60, da hast du aber Gas gegeben. Ja, 74, ja. Ja, also da brauche ich länger, also. Ich bin hier, um zu helfen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich traurig bin, weil ich auch noch ein bisschen Hardcore spiele. Ja, mache ich. Ne? Beziehungsweise, wenn Freakshow käme, dann ja, dann spiele ich. Es ist ja wohl ein bisschen spät, oder? Es ist 22:30. Das ist. Nee, 23:30. Ja, das ist bei Freakshow. Also, der ist mittlerweile pünktlich Minimum eine halbe Stunde zu spät. Hallo. Wenn er in einer Viertelstunde käme, dann wäre das für seine Verhältnisse noch früh. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich bin vor kurzem um 13:30 gekommen. Also wir sind um 11 Uhr verabredet, ne, nach Fragen. Also ich bin da kein bisschen besser. Jo, aber es ist halt wirklich, wie gesagt, es ist, wir haben beide Geschichten, ne, das welche. Wir haben beide Kinder und ja, also. Mir passiert das also ständig, dass ich die Kinder ins Bett bringe und ich penne selber in. Das ist jetzt auch keine böse Absicht. Aber wenn du todmüde bist, ne? Was erzähle ich dir da, ne? Dann bist du weg. Also, Ja, so ist das. Machst du dann noch eins mit oder bist du dann jetzt raus? Nö, ich kann noch eins mitmachen. Gut. Mal sicherheitshalber gucken, nicht, dass ich schon zu viele Blutsplitter habe. Nee, das müsste sich noch ausgehen. Sag mal, weil wollte ich noch mal richtig hochgehen, ne? Aber, nee. So hoch kann ich nicht. Ich müsste über 108, da kann ich dich nicht ziehen. Das packe ich selber noch nicht. Aber ein bisschen her geht, ein bisschen. Machen wir 80, das ist rund die Zahl. Ja, probieren wir aus. Ich denke schon, dass wir es schaffen. Hallo. Vielleicht nicht in Rekordzeit, aber ich denke, wir schaffen. Das ist auch eine sehr gute Ebene. Nicht überleben.
Sag mal, weil ich hab so viel Nahtod-Brock jetzt ohne Witz. Also, wie kann das sein? Ja, das tue ich mich auch. Na gut, vielleicht weil ich dabei bin, ne? Und du keinen Begleiter hast. Das ändert doch nichts, Bro. Das ändert doch nichts. Also das, die hab ich ja auch nicht. Die hab ich ja ohne dich. Normalerweise fängt der Begleiter ja diese tödlichen Schaden immer ab, ne? Weil er ja dieses Item da dabei hat. Begleiter kann nicht sterben, ne? Ja. Aber ich glaube, mein Begleiter hat es auch noch nicht. Wahrscheinlich habe ich deswegen viele alle. Wenn man dann mit der Einheit spielt, ne, am Cube und einmal am Begleiter, teilt er sich ja mit dir das Leben. Ja, aber mit dem Ring habe ich noch nie gespielt. Noch nie. Boah, in Hardcore auf jeden Fall, also wenn ich ihn da zweimal gefunden habe, ey, das ist ja auf jeden Fall. Nee, hab ich noch nie. Wie gesagt. Dann mach ich lieber mit der Windpose und den anderen, ey. Kann ich weiter? Jo. Vielleicht ist ja jetzt mal der Brustrüstung dran. Hallo. Sieht nicht so. Aber es ist nicht schlimm. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich kehre in die Stadt zurück. Dabei muss ich sagen, weil ich sage ja auch immer, ne, man hat ja Zeit und es ist ein Farmspiel und bla bla bla. Aber ich muss sagen, also heut ist mir in Hardcore doch ein bisschen die Geduld abhanden gekommen, weil. Das ist halt wirklich so, wenn du gar nichts kriegst, da frierst du dich auf. Also, der Witz ist, da hat einer mit mir gespielt, ne? Der hat das Teil nicht gebraucht und der hat immer wirklich einfach probiert, dass er es auch kriegt, ne? Das, der hat nur 15 Minuten, hatte der das Teil, das ich seit quasi anderthalb Wochen haben möchte. Das hat er nur 15 Minuten. Ja, das ist schon krass. Bei Freakshow ist es ja noch krasser, der kriegt ja den Chrom teilweise in Ascheich. Teilweise, so. Nicht immer, aber. Was kriegt denn der noch angebrochen? Der braucht keine Geschwindigkeit, der braucht ein bisschen Defensive. Oder wir machen hier Miranee, Träne des Dingenskirchen. Oder den Lichtkranz. der Lichtkranz für Gegner in der Nähe. Doch, das hört sich ja gut an. Nur den Lichtkranz. Oder Stärke der Schlichtheit. Oder den Schaden von Primärfähigkeiten. Das ist auch nicht schlecht. Da den Bonus. Ich habe den Schwarzhandschlüssel Totenbeschwörerstab jetzt mal ausgerüstet. Der macht 97% mehr Schaden wie die Levelwaffe. Obwohl es eine uralte war mit dem Levelstein. Ne? Aha. Jetzt ist der Bonus von der uralten Waffe nur noch bei 49%. Der Verlust. Aha. So, Todessense spiele ich leider nicht. Aber das ist ein Teil, was jetzt meinen Schaden um 27% in die Höhe treibt. Aha. Der auch. Wenn ihr Blut saugen, ne? Spiele ich leider auch nicht. ja. ja, alles scheiße, ey. So, Phylakterium. Erhöht den Schadensbonus von Skelette befehligen um 30%. Ja, das ist doch mal geil. Dann kann man den Schild ausziehen. Übrigens wusstest du, dass ätherische Waffe ach beim Hochlevel schon fallen können? Ja, ich habe hier beim Totenbeschwörer bei Waffen ab Level 9 theoretisch. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber dummerweise habe ich da keinen Sockelstein für
also keine Ramalatnis Gabe für gehabt, dass man dem hätte noch den Levelstein verpassen können. Ne, dass der da auch jedes Mal 200.000 Bonus-EP kriegt, wenn er auf 25 ist. Ne? Aber ja, eben nicht. Rückhaltung ist nicht besser. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen ein Schnäppchen. Das steht euch bestimmt. Das kann ich mir nicht leisten. So, den Kreuzritt habe ich vorhin wieder gelöscht. Warum das? Der war Level 32 und ja, macht da irgendwie nicht so viel Sinn. Weiter zu spielen, ey. Gut, aber naja, ist ja gleich hochgezogen. Das ist. Aber, und das ist halt das Blöde, ne? Also, das war ja gerade, wo ich vor einer Woche ja angefangen hat. Da war von uns wirklich keiner on. Dann finden wir einer, der dich zieht. Also, schwierig. Ja, das kann ich nachvollziehen. So, Handschuhe der Seuche. Die kann ich doch bestimmt umschmieden. Der Rest der kann in der Mülltonne. Ja, die könnte also in die Mülltonne. Obwohl, 97% des Schadens ist schon nicht schlecht. Da kommt das jetzt alles weg. So, Kadala, jetzt hätte ich eine Brust. Aha. Und ist willig. Unsere Freundin Katala. Sieht ganz schlecht aus. Shimizu. Oh ja, richtig. Sonst nur blaue und gelbe. So. Also, du willst unbedingt eine Art des Todes haben. Aber dann sollst du welche kriegen. Aquila Kyrat. Die rote Rüstung. Die schon eine Weih war ich mir froh für den Feiglingstein, weil eine Weih hat den Schlag zu mir, halbes Leben war weg und in Hardcore ist ja, wenn die Hälfte weg ist, viel. Und ich war in 2 Sekunden wieder hochgeheilt. Mann, ey, der 5. oder 6. Shimizu Aoi, ey, da gibt's doch alles nicht. Der 2. Black Swan. Ja, Black Pine ist alles, was wir wollen. Ich glaube, ich habe noch nie mit Black Pines. Also, ich wüsste keine Season, wo. Das Angel, wo ich Black Pines mal anhatte, war. In der Levelphase, weil ich einfach gar nichts anderes hat. Also
Hass ist nicht ausreichend. Wollt ihr noch mehr? Mann, ich hab alles gekriegt, ey. Ich hab zweimal den Inarius, zweimal das raffinierte Wams, zweimal Drakul Schuppen, ey. Aha. Gibt's doch alles gar nicht. Dreimal den Blackthorn, fünfmal den Nivosauri. Ja. Den grünen Paulus Gerüst, den Tyraels Macht, das eiserne Herz mit Dornenschaden, zweimal den Aquila Kürass und kein einziges Mal, ey. Diese scheiß Brustrüstung vom Set. Rekrümmrüstung habe ich auch gekriegt, ey. Kannst du nur noch reinschlagen. Wobei, es ist wirklich so, ich war das letzte Mal genauso am Schelle wie du. Und in der Sekunde, wo ich aufgehört habe zu fluchen, ist es gefallen. Apropos, habe ich dir die Story erzählt von dem Streamer auf Path of Exile, wo Hardcore gespielt hat? Oder hatte ich dir die Story noch nicht erzählt? Mit weißt du, wie tanky ich bin. Den Kopf gab's und jetzt sind wir wieder bei den Handschuhen. Oh, das ist ein Kopf. Und nochmal den Helm. Jetzt schmiede ich gerade um. Und jetzt haben wir endlich die Brust gekriegt. Na Gott sei Dank. Geht's jetzt? Jetzt haben wir einen 6er-Bonus. Jetzt kann ich den Prunkring rausnehmen und dafür einen von den anderen Ringen von dem. Ihr verursacht 100% mehr Schaden gegen verlangsamt die Gegner oder verdreifacht diesen Bonus gegen Gegner, die von einem anderen Kontrollverlusteffekt betroffen sind. Oder aber wir machen auf der 1. Der 2, wo war denn der Kostüm? Achso, den weißen Ring, den habe ich in die Truhe gepackt. Der weiße Ring hieß. Rixon, Gegner, die noch nicht verflucht sind, werden zum Zielort gezogen und in einen Flug bewegt. Ja, aber der ist auch scheiße. Wollt ihr noch mehr? Weisheit erhöht die maximale Stapelanzahl von Knochenrüstung um 5. Ja, das hört sich ja schon gut an. Das war nur ein Vorgeschmack. Und seitdem soll ich Schaden haben wollen, brauche ich jetzt noch 3 gelbe.
Ausgezeichnet. Tyrell, es war eine äußerst interessante Erfahrung, all diese Orte zu sehen, die ihr und die Nephalem besucht habt. Ich habe so viel von euren Abenteuern mit Leia und Kane gehört, dass es mir beinahe so vorkommt, als wäre ich dabei gewesen. Das waren schwere Zeiten. Seid ihr bereit? Ich wusste, ist er. Aber jetzt noch einen Versuch hier. Bist du eigentlich auch Hardcore? Spielst du mehr Softcore im Moment? Ich spiele auch Hardcore. Ich habe einen. Also, die sind 400. Ich habe Paragon 400 und Paz 6 Hedge. Alle Season. Canon Season. Ja, ja, Season. Ja. Da müsst ihr mal gucken, was ich da habe. Ich glaube auch ein Mönch. Weiß ich gar nicht. Jetzt versuche ich erstmal mit dem Totenbeschwörer in der Nephalem-Portal. Und dann habe ich mir überlegt die ganze Zeit, was ich esse, aber ich glaube ein paar Krabben mit ein bisschen Knäckebrot. Krabben echt? Bin ich aber exotisch, auch ein Bodenstand im Altsee. Nö, aber das sind ein paar Pazifik-Krabben. Also ich glaube, da bin ich für meine Kinder der Traumvater, weil wenn man mich fragt, was ich essen will. Pizza, Hamburger, Spaghetti. Und mein Sohn liebt. Also ich glaub mir Han und das ist kein öfters wie jeden zweiten Tag gibt bei uns Spaghetti. Also heute Laterneumzug, ne? Ich konnte nicht mit, ne? Krabbels Telefon ist es meine Frau. Papa macht Spaghetti. Der Junior will Spaghetti essen. Also ich hab in die Kiste Spaghetti gekocht. Ja, ist doch super. Ist ein gesundes Essen und wenn die da drauf stehen, ist doch alles prima. Ja. Ich spiele Wein Hardcore noch der türmische Bild, ne? Da musst du ja Türme stellen, sonst fehlt er ja, du kriegst ja Damage pro Turm. Ja, richtig. Ich vergesse das so oft, dass ich Türme erstellen muss und schieß und schieß und schieß und wundere mich, dass nichts passiert. Ja, ohne Türme kann auch nichts passieren. Da gab es aber irgendwas, ein Gürtel oder so, der dann auslöst, wenn du da irgendeine Fähigkeit castest. Echt? Ich
Übrigens, Zeit hatte ich auch was. Alle das, aber da verliere ich auch den Glaube. Ich hatte ein blauer. Das war definitiv ein blauer. Das sieht, also das habe ich, das Video sah auf YouTube, ne? Ich schieße ne weg und welche, was der fallen lässt. Edelsteine. Anscheinend irgendein Bug, keine Ahnung. Auf alle Fälle, der hat nicht Arten des Todes und massig Schmatzfalle gelöst, sondern einfach eine Handvoll Edelsteine. Also, sag mal, bei mir leckt, das ist nicht gut in Hardcore. Das ist nicht gut. Samo, ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin das ganze Jahr am Motze, ne? Und hab jetzt immer normale Rift die Armschiene, wo ich brauch. Und der Kescher, wo ich brauch. Ey, was ich alle. Ganz weit nach vorne. Ah ja, alle, was ich Blutsplitter für die Armschiene ausgib hab. Also, aber ich bin nicht traurig, dass es so ist. So, jetzt brauche ich nur noch die richtige Schulter. Dann bin ich happy. Übrigens habe ich heute versucht, 70er in Hardcore. Also ich habe abgebrochen. Also es war mehr doch zu kritisch. Also ich habe 2 oder 3 Nahtod-Procs gehabt. Schon ganz am Anfang. Und... Komm. Ich hatte jetzt 6 Versuche für unsere Rolle, ne? Dass ich das Richtige kriege. Vergiss es alle. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Hat sehr gut geklappt, ey, mein Gott. Was passiert? Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Ich hatte noch 8 Minuten 30 übrig oder so. Auf jeden Fall, ich mache ja nur Knochenstacheln und wenn ich genügend von dem blauen Simsel habe, mache ich Knochensperr, ne? Aha. Und wenn da genügend Leichen liegen und ich kriege die einfach nicht platt, dann drücke ich nur noch Leichenexplosion. Blutiger Ernst heißt das.
Aha. Das heilt mich und macht in einem Umkreis von 25 Metern 1050 Waffenschaden. Ja. Lässt in einem 11 Meter großen Zielbereich bis zu 5 leicht posieren und ich habe dieses genommen, der blutige Ernst, der erhöht das auf 25 Meter, also 14 Meter mehr. Und 1050 Waffenschaden ist bei der blauen Waffe schon richtig krass. Wenn er davon 1050. Ich habe 813.800 Schaden mit dem blauen Knüppel und der Beinglocke in der Nebenhand und all dem ganzen anderen, ne? Aha. Und dann explodieren die alle weg. Da ist die ganze Karte plötzlich frei und du kannst weiterlaufen. Aber das ist der Grund, wie gesagt, ich komme mit der Klasse gar nicht klar. Also gar nicht. Also es gibt da keine Klasse, wo ich so wenig gespielt habe wie der Negro. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Ja, nur ein 24er. Eine wertvolle Aufwertung verbraten, bis ich gemerkt habe, dass da steht 4%. Gut, aber ich glaube, das ist egal, Alter. So. Das wäre nicht sehr leise. Ich würde aber gern halt noch mal 50er in Hardcore Marala. Das wäre doch. Ja. Vielleicht gab's auch. So, wir haben alles, haben alle Steine drin, wir haben alles fertig. Achso, da müssen noch drei gelbe rein. Eigentlich wollte ich ja was essen, aber und eigentlich. Sind wir mal ehrlich, wer nicht öfters mal vergisst, so ist vor Begeisterung, ist kein echter Gamer. So ist das wohl. Deswegen pumpe ich mich voll mit Energy Drink, dass ich wenigstens eine Basis hab. So, sind wir mal ganz kurz auf dem Hardcore-Schaden, nur weil ich mal wissen wollte, ob ich da schon genügend Sachen habe. Aber da fehlt mir ja noch alles. Ja, das ist ja mein Problem im Moment. Also, ich bin hier noch nicht alleine spielfähig. Also gut, ich spiele schon, aber halt nicht frisch. Weil alles andere, also ich bin hier Qual 10. Höher geht nicht. Keine Edelsteine und Knete hat er auch nicht. Doch, alle Geld ist das Ähnliche, was ich hier in raue Menge habe. Also, aber ja. Geld ist, glaube ich, das, was man am wenigsten braucht. Was man am schnellsten kriegt. So, dann gehen wir mit dem Kreuzritter wieder rauf. Wir haben hier noch einen Dämonenjäger. War der besser ausgestattet? Ich habe keine Ahnung. Sieht so aus, wie wenn der das Triebel anhat. Das Getriebe-Set. Ja, das ist ja auch aktuell das, was man so spielt. Ja, da hat er 5 von. So, jetzt fehlen bloß die Hände.
Und da aber noch Natalias Berührung hat. Zwei Teile. Aha. Den Finger und die Hände. Ja. Hat er sowohl den 5er-Set mit dem Prunkring als auch den 2er-Set von dem Natalia. Aha. Reduziert die Abklingzeit von Rachehage jedes Mal um 4 Sekunden, wenn ein Hasserzeuger oder ein Hassverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Aha. Und da die alle drei Türmchen hinstellst, dann kannst du laufend Rachehage casten. Außerdem macht er Sperrfeuer mit Raketensturm, er hat den Ebergefährten, er macht Salto mit Lauffeuer und den hungrigen Pfeil mit gezackter Pfeil. Ja. Dass, wenn er einen trifft, geht er direkt zum nächsten. Und mein Hunter macht im Hardcore 3 Millionen Schaden. Ist doch geil. Ich spiele mal 4 und es macht richtig funny. Ja, so war das, genau. Aber irgendwie macht der Dämon im Allgemeinen, also ich mache jetzt Arschen 2,4 Mille, also Paper Damage. Also was er jetzt netto macht, weiß ich gar nicht, aber ja. Also das ist schon hoch. Wenn das dann noch hochskaliert. Was haben wir denn im Q drin? Wir haben Wallas Vermächtnis, Geschosse von Sperrfeuer schlagen, durchschlagen Ziele. Dann natürlich den Prunkring. Ich hab die Schulter endlich, endlich. Wickel der Klarheit. Oh, hast du jetzt kann ich bauen. 5 Sekunden lang um 50%. Aha. Ja, wenn das einmal ruckelt, ist der tot, ne? Dann ist alles für die Katz gewesen. Ne? Deshalb ist es eigentlich, glaube ich, besser, einfach mal zu sagen, weißt du was? Alles chillig, ey. Ein Stein auf 35, ein Stein auf 25 und noch einer auf 25. Lichtkranz. Der Magenstern eines Feuergnus mit Lebensregeneration und Schutzschild und die Primärfähigkeiten. So, was hab ich jetzt? Ah gut, ich brauche hier Fokus, eine Zurückhaltung. Hab ich noch nicht, das ist nicht schlimm. Gut. So. Jetzt muss ich schon was die Skillung mal gucken, wie man den spielt. So. Ich könnte ja sagen, wie man meinen spielt. Ah ja, das wäre schon hilfreich, ja. Können wir gleich machen. Ich mache das Portal eben zu Ende. Ja, gut. War ich mir dann gerade da schon. Und dann bin ich bei Hardcore ja drin und ja. Kommst in meine Gruppe und dann guckst du es dir mal an. Läuft. Ja. Na gut, guck, das kann ich ja von hier. Da muss ich nur bei deiner Best, wie gesagt, weil sagen, wer besser, da könnte ich es schneller machen.
Weil bei dem Gucke muss ich Gucke skillen, Gucke skillen, Gucke skillen. Alter, das ist ein bisschen umständlich. Ja, nee, wir machen das echt noch anders. Ich komme dann mal kurz rein. Und dann sage ich es dir. Machen wir mal einen Laufen. Ja. Ich habe Hunger, aber, ne? Ja. Hab ich Smaragd. Der Portal. Ist gestorben, meine Pufla. Und zwar sehr rasant. Was? Du bist gestorben? Nein. Ach so, weil wollte ich ihn sah. Der Boss ist ganz rasant gestorben. Ach so. Ei gut, GZ. Ah, Pose. Und blinder Glaube und noch irgendein Armbrust. Lianas Schwingen. Schattenkraft löst Rauchwolke aus. Brauchen wir ja nicht wirklich. Wir kehren in die Stadt zurück. Da wird mal ganz fix abgehen. Ich habe auch den falschen Gürtel. Das war im Moment relativ egal. Aber ja. Ich habe den falschen Gürtel und ich muss mal Skillung aber bis zu erinnern. So, Sperrfeuer. Halte mal. Schaffe ich mit Sperrfeuer? Jetzt lädt er. Ich habe einen neuen Verbündeten, doch meine Feinde. Ach, wir sind sogar ähnlich hohes Level. Guck mal da. Ja, also. Ja, primär. Primär mache ich hungriger Pfeil mit gezackter Pfeil. Also linke Maustaste. Ja. Hungriger Pfeil mit gezackter Pfeil. Das ist dieses gelbe Ding. Ja. Gut. Rechte Maustaste. Sperrfeuer, Raketensturm. Das spielt es ja bestimmt auch so. Ja, genau. Fähigkeit 1, Gefährte, Ebergefährte. Echt? Ja, ja. Der Ebergefährt stürmt vor und greift an. Aha. Und hält dir Feinde vom Leib. Der Wolfsgefährte macht nur die Angriffsgeschwindigkeit rauf. Ah. So, jetzt kommt Salto mit Lauffeuer. Während des Saltos verschießt ihr 4 Pfeile, die Gegner in der Nähe 75% Waffenschaden zufügen. Das ist schon ordentlich. Ja. Dann Geschützturm, Polarstation, das ist die 3. Ja, nee, du spielst den ganz anders. Nee, so spiele ich den nicht. Nee. Ich verstehe aber, wie. Ja, ich verstehe es, aber das ist nicht die Skillung, die ich spiele. Ja, wie gesagt, Schützturm, Polarstation und Drachenhagel mit Sonne verdunkeln. Aha. Feuert eine massive Pfeilsalve auf einen großen Wirkungsbereich ab. Pfeile fallen vom Himmel und fügen allen Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 5 Sekunden 2800% Waffenschaden als Blitzschaden zu. Benötigt Bogen oder Armbrust. Und da, mein Bogen. Aha. 3965 Schaden macht. Mit einem grünen Stein drin. Aha. Komme ich auf 3 Millionen und fast 100.000 Schaden. Und die Zähigkeit ist egal. Ich stehe meistens so weit weg. Ne? Da steht dann vorher ein Kältetürmchen, der die alle einfriert. Aha. Und der Boss jetzt gerade bei dem Puff, der hat 5 Sekunden gelebt. hat er schon, also er spawnte, dann habe ich ja 2 oder 3 Sekunden Zeit, da habe ich ihm 2 Kältetürmchen und dann Hintern gezaubert. Ey. Und dann haben die einmal geschossen mit meinem Schuss zusammen. Dann gab es den Rachehagel, da habe ich nur noch Sperrfeuer gemacht und dann war er halt in 5 Sekunden weg. Aha. Irgendwer möchte dem Clan beitreten. Ah ja, nimm noch, nimm noch. Alter, mal, wenn meine Skillung, die ist auch falsch, was ich da hab.
Rafiki mit 1100 Punkten. Echt? Guck dir gerade deinem Stream zu. Echt? Aber wie weiß gesagt. Nicht. Ja, nimm ne auch. Ich spiel den hier ganz falsch, alle. Gut, das ist richtig. Also, wenn du das so spielst wie ich, dann schaffst du auch deinen 70er, denke ich. Ich habe jetzt den 50er. Ja, nee, das pack ich ja so. Alle, das. Schattenkraft, Schwermut, Dolchfischer, Klingerüstung. Schattenkraft? Schwermut? Ja, genau. Ja, Schattenkraft, Schwermut. Dolchfischer, Klingerüstung. Wo ist der Dolch? Dolchfischer, Klingenrüstung. Annehmen. Rache Troll. Wenn mit Gefährte alle. Nee. Hab ich den so falsch gespielt? Ich habe das lange nicht mehr gespielt, aber so weit erinnere ich mich noch, dass das nicht richtig ist. Ich gucke mal, wie ich das auf Single gespielt habe. So ist meine Spielung. Heldendetail. Goldspeche. Ja. Ich spiele nicht den Türmchenbild, spiele die galvanisierte Rüstung da. Getriebe des Schreckens spiele ich. Ja, das spiele ich auch. Ja, und das ist doch der eine da. Schüsse von Schwerfeuer feuern automatisch eure zuletzt eingesetzte Primärfähigkeit ab. Und was ich als allererstes mache, ist, ich schieße in die Ini ein paar hungrige Pfeile rein. Sobald ich die ersten Mobs sehe, schieße ich 3 oder 4 Mal den hungrigen Pfeil ab. Dann mache ich direkt Sperrfeuer an und schwupp sind die alle tot. Aha. Da habe ich noch nicht mal Rachehagel oder sonst irgendwas castet. Ich habe bloß am Eingang direkt 3 Geschütztürmchen hingestellt. Dass die schon mal laufen. Dass ich da auch den Buff kriege von den Geschütztürmen. Aber du weißt, schlachte Ebergefährdete, den mache ich wirklich. Also das übernehme ich, weil das macht Sinn. Also, weil es Hardcore ist. Also der hält ja wirklich all die ganze... Ja, das macht wirklich, das finde ich gut. Ich will nicht ja. Das S-Wort benutzen, ne? Aber ne, wenn es kritisch wird und einer nah genug rankommt und dir eine Keule gibt und du da 2 Sekunden torkelst, ne? Aha. Was ja ab und zu mal ist von den Berserkern oder wie die heißen, ne? Da ja. Bist du ja hardcore tot, ne? Dann haut ja. Die in den zweiten Keller rein und bewegt sich gar nicht mehr und dann kommen die beiden Freunde von ihm. Ja. Die sich dann ranporten, ja, dann bist du tot, dann bist du Geschichte, ne? Und der Ebergefährte, der würde da dazwischen gehen, der würde den dann beschäftigen, ne? Aha. Das macht der Wolf nicht, der steht nur da und deine Attacke geht hoch, ne? Aber wenn du tot bist, ja, also... Hat mir der Stefan mal gesagt, dass es besser ist, den Ebergefährten zu nehmen. Auch wenn man da vielleicht auf 200.000, 300.000 Schaden verzichtet. Auf dem Papier. Ne? Aha. Und deshalb habe ich ja den als zweites mit dem Prunkring da die Natalia. Ne? Hände und den Finger kannst du da benutzen. Und deshalb kann ich auf der 4 den Rachehagel noch mit dabei nehmen, statt eine andere Fähigkeit wie Schattenkraft, Schattendings da, was du da gerade eben vorgelesen hast. Das macht ja nur, dass deine Hass oder Disziplin wieder voll ist. Ja. Aber da habe ich keine Probleme. Und ich habe den Gürtel Omrins Kette. Beim Einsatz von Salto werden Krähenfüße fallen gelassen. Also wer dich da meint, verfolgen zu müssen, der rennt direkt in diese Dinger rein. Dann bleibt der ja quasi stehen. Und ich benutze einen 9-Takt-Köcher des Ciri, so du ja auch, glaube ich, ne? Fall ja, genau, ja. Verursacht 543% mehr Schaden, den habe ich Gott sei Dank in uralt. Ja, ne, da arbeite ich noch drauf. Da arbeite ich noch drauf. Also bei dem Hunter habe ich richtig Glück gehabt dieses Season, ne? Da hat mich irgendwer gezogen, ich glaube die Roxanne und der Stefan beide zusammen, ne? Und dann gab es die ganzen Teile, fast alle in uralt, ne? Und da die Post, ne? Aha. Die hatten alles schon, ne? Und das mit der blauen Waffe, das ist pures Glück.
Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich habe auch noch eine andere Armbrust. Aber die ist wirklich der Hammer hier. Reduziert die Abklingzeit von Rachehagel, ne? Um 50-65%. Und ich habe 65%, ne? Bei jedem Angriff. Da habe ich sogar eine bessere Waffe, aber die hat schlechtere Und gerade bei dieser Waffe ist wirklich die Passive sind das, was ausschlaggebend ist. Also, so die das Damage, gut, Damage ist auch wichtig, ist klar, aber wie gesagt, was halt da wirklich reinhaut, ist die Passive. Die machen die Waffe so stark. Und ich muss sagen, ich habe hier in Hardcore eine bessere wie in Softcore. Rache, Schattenkraft hast du und ansonsten ist es gleich. Und du hast noch den Dolchfächer. Oh, warum den Dolchfächer? Ich kriege da mehr Rüstung. Und dieser Dolchfächer löst ach noch was. Alle, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Ist es der Köcher oder ist es der Ring? Auf alle Fälle, das tut noch irgendwas anderes auslöst, dass ich nochmal viel mehr Rüstung. Also, das ist quasi meine Rüstung. Und das muss ich regelmäßig aktivieren. Also, das ist. So, jetzt muss ich noch umrollen, so die Kröpfschnitte für meine Rüstung. Weil Gefährte braucht bei mir kein Damage, das ist egal. Gut, Vitalität. Vitalität ist ein Hardcore immer gut. So. Komm, wir machen mal einen 50er, da soll ja nichts hier, wenn der Begleiter nicht da ist. Und du musst ja noch kleine Steine aufwerten, ja auch. Ja, Fußbücher dürfte kein Problem sein, denke ich. Ich habe mir noch Essigun. Ich habe mal gefragt. Ja, ne, das reicht mir, Essigun. Ich tue noch schnell Vitalität. Schnellfeuer. Gut, dann losgehen. Ich denke, Fußbücher müsste ich locker erleben. Ich mache Barrage doch Trolltrupp, ich brauche mehr Hassgeneration, also das merke ich aber schon, weil der läuft mir permanent leer. Wir haben Verbindung. Ja. Meine Hauptgeneration schaffen. Aber hier level ich noch hier große Mannschild. Einer erklärt, aber ich weiß nicht, ich bin skeptisch, dass du auch wenn du Schild hast, sterben kannst. Das ist mir noch nie passiert. Das ist dir schon mal passiert? Nö. Oh.
schön, da ist er. Das ging fix, GZ. Mein Name ist Urshi, als die Wendy, schön euch zu sehen. So, was war mit dann du? So, einer 40, einer 30, einer 25. Ich habe der falsche Steh drin. Super. Ich muss jetzt mal den richtigen Steh hinmachen. Ah, ja. Ich bin erst peinlich. Ich habe ganz falsche Steh drin. Und gerade für den Bild, der allerwichtigste, der, wo mit Primär Damage macht. So, wo ist dann der Diamantefuzzi? Nicht schlecht. Ich bin in Akt 5. Ich bin in Akt 5, ich habe dir ein paar Teile hingeschmissen. Ah, danke. Für Komplettist, ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, boah, geil, ne? Aber. Du, wenn man tot ist, ist man für jedes Set dankbar. Also, ja. Aber was erzähle ich dir das? Das wäre ich du genauso gut wie ich. Aber wo ist denn jetzt. Oh. Ich hatte gerade Feiglingstähne drin. Das hätte keinen ins Auge hier. Das habe ich so nicht erwartet. Da habe ich eine Weile ein bisschen gepennt. So, ich muss kurz den Splitter ausgeben. Welch eine tapfere Seele. Da habe ich auch noch den Flipbogen für den Begleiter. Und ich habe noch hier die Brustdornenschaden. 293 ist 7% unterm Cap. Ja, wo ist für den Begleiter? Warum das? Wegen erzeugt 4 Hass. Das wirkt auch auf mich. Ja, da steht es nicht dabei, es strahlt auf dich aus, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Schurke den Kieler schießt... Glaube ich da, wenn du das sagst, also wenn du das sagst, glaube ich dir das, aber ich muss... Aber ich habe ihm jetzt bei mir im Moment als Schurke den Burisa Dokenkyanon angezogen, den ich auch als blaue Waffe habe. Aha. Aber ich habe den am Anfang mit dem Kriederschuss gespielt, also mit dem, den ich dir da gerade hingeschmissen habe. Aha. Ach so, beim Begleiter, ne? Der hat natürlich 3 Teile von dem Aukels angezogen, ne? Ja, das weiß ich. Und der kriegt auch 2 Teile von dem Band der Weisen angezogen. Weil? Der kriegt, weil ich dann noch 2 Teile von dem Kains Gewand angezogen habe, ja. Weil das nicht anders geht, ne? Ich habe den Kopf, die Brust und die Schultern von dem Aukels Set, mhm. Die Hände und die Hose von dem Kain. Oder warte mal, nee, Kane habe ich 3 Teile sogar. Aber gut, kommt, macht man ja Leorix Krone. Beim Level, das weiß ich. Also, du kriegst mehr EP. So, bei dem Aukel, nee, ich habe. Also nochmal. Ich habe den Kopf und den Gürtel von dem Weisen Set. Es gibt keine doppelten Atem des Todes, weil der Schurke hat keinen Prunkring. Den Prunkring habe ich nur einmal und der ist im Cube und der ist für mich. Mhm. Dann hat er 3 Teile von dem Kane-Set an, dass die Portalsteine manchmal erhöht ja, das werden. Ist wichtig, ja. So, dann hat er noch die Leorix Goldenes Gorget, dieses sechseckige, das nach Erhalt eines Massaker-Bonus werden 6 Skelettwächter beschworen, die 10 Sekunden lang an eurer Seite kämpfen, 4 bis 6. Dann hat der Kredes Flamme Feuerschaden erleidet, werden eure Primärsourcen wiederhergestellt, das strahlt aus. Und ja. Band des leeren Raums, dieser Ring sucht gelegentlich Gegner in der Nähe heim, das heißt, die agieren dann nicht mehr. Das ist schon mal ganz nett. Mhm. Und dieser Proc von der Armbrust, die ich auch in der Haupthand habe, diese Burisa do Kyanon, eure Geschosse durchschlagen ihre Ziele zusätzlich 2-mal. 2 ist das Maximum, ne?
Das heißt, der Schurke trifft den ersten und ich schieße ja auch so. Ich treffe den ersten, der Fall geht durch, da steht da noch einer, dann kriegt der den Fall ab und dann steht da noch einer, dann ist der dritte dran, ne? Aha. Und so geht das, machen der Schurke und ich quasi 5 Durchschlagungen. Und außerdem ist ja der hungrige Pfeil, ja, mit gezacktem Pfeil, ja, hat da eine Chance von 35%, die Gegner so oder so nochmal zu durchschlagen. Also aha, machst du nicht nur von der Armbrust den Durchschlagungsschaden, sondern auch mit dem hungrigen Pfeil. Also das deshalb spiele ich den gerade so, wie ich den spiele, und deshalb macht der auch so irre Spaß. Ja. Das ist, wie gesagt, das habe ich halt Mittag, glaube ich, auch schon erzählt. Diese Season ist wirklich der Dämonenjäger, der bessere Wirbelwind, Baba. Der spielt sich wie abgebracht. Zum Glück sagst du, weil ich muss ja noch bei Rache umskillen, dass ich da Groll habe, weil das, wie gesagt, also ich laufe hier permanent leer. Das ist schlecht. So. Gut, theoretisch bin ich wieder soweit. Weil das gerade so gut gelaufen ist und ich noch ein paar schnell auf 40 hochbringen muss, nämlich 2, reicht mir auch ein 50er. Ja, gut, ne? Gut. Muss man jetzt auch nicht probieren, ob es ein 70er auch. Wie gesagt, ich werde noch probieren, es ist sicher so Larve, aber je höher die Steine sind, umso besser sind meine Chancen. Und es ist halt auch so, wie gesagt, ich level hier irgendwie groß, also aber gut, mit Paragon 400 ist das auch kein Wunder. So, Mannsbindung. Ich muss auch sagen, es macht immer, wie gesagt, ich fange immer gern, also dass ich dann wieder bei 0 anfange und so. Aber es macht halt auch Spaß, wenn man dann wirklich mal so ein bisschen ins Endgame kommt, dass das auch mal richtig vorwärts geht. Ich muss sagen, mir war das Hardcore wirklich zu, also deswegen hat mir das zu lang gedauert. Also wenn ich gewusst hätte, dass das so zäh ist, ich glaube, da hätte ich dann doch mehr von irgendwem eher Hilfe gelost. Obwohl ich am Schluss auch Hilfe hatte. Also ich muss sagen, gestern und vorgestern ist mir geholfen worden. Und selbst das hat nicht gelangt. Wie gesagt, ich war jetzt mit dir. Und ich habe jetzt noch, mir fehlt mir noch der Gürtel. Der Gürtel fehlt mir immer noch. Aber der Gürtel, der ist nicht so relevant. Der ist nur ein bisschen mehr Damage. Ich denke aber jetzt bei der Freakshow wirklich nicht mehr kommen. Also das wäre jetzt. Also bis 20:12 hätte ich noch damit gerechnet, aber ich glaube, also wenn er jetzt nicht da ist, dann wäre er heute nicht kommen. Guck mal, da ist ein Gürtel, aber es wird der falsche sein. Ja, ich brauche den braunen da mit eurer Primärfähigkeit, aber danke.
Oh, das ist gut. Das brauche ich, falls ich sterben sollte. Danke. Ja, ich, den Trank brauche ich selber. Ich habe einen normalen, habe ich gerade festgestellt. So. Ja, komm her, nimm da. Nee, den Trank. Ach so, Trank. Prima. Ah. Könnten wir den auch brauchen? Wir könnten statt den Krems. Ich brauche einen Gürtel. Das gefällt mir. Das ist zu teuer. Ich habe zwar viel bessere, aber immer noch falsch. Jetzt gehe ich aber was essen. Mach das, ich wünsche dir einen guten Appetit. So, ich bin mal rausgegangen, ne, damit es auch was leichter wird. Ja. Wenn du einen infernalen Schrei hörst, weißt du, ich bin gestorben. Ja, dann fliege ich wieder hoch, alles kein Problem. Also, ich mache aber trotzdem hier erstmal aus. Ne? So, ja. Abwesenheit, Status umschalten. Genau.
Lasst mich sehen, was sich machen lässt. Ich kehre in die Stadt zurück. Oh, jawohl. Ja. Das hat sich gelohnt, paragontechnisch. Auf ein neues. Zeigt, dass ihr eures gebucht. Thank you.
verstehe mich darauf, Edelsteine zu veredeln. Ich gehe in die Stadt zurück. Oh, je, 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 je. Ach Gott. Ach Gott, was ist denn da gefährlich? Was ist denn das Plagen der Herrscher? Nee, guck da so, sowas kriege ich. Guck da so. Was ein Elend. Plagen der Herrscharen. Also, ich glaube, was Nutzloseres kennt doch kaum Falle. Also, vielleicht ein bisschen nutzloser, aber nicht viel. Klagen der Herrscharen fand. Naja, vielleicht kriegen wir jetzt einen Gürtel, ha? Ha? Ich bin nur noch geschickt. Hopp, ich hätte gerne einen Gürtel. Ein Schnäppchen. Na toll, da ist doch sogar nichts dabei. Das hatte ich dabei? Ja, alles klar. Das kann ich mir nicht leisten. Ja. Alles Schrott. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass man Templer bereit kriegt. Also wenn der Dauer tot ist, ist das für mich nicht so hilfreich.
Sehr schön. Schön, euch zu sehen. Aber ich glaube, ich tue die Dinger mal aufwerten. Obwohl, lohnt sich das bei so einem niedrigen überhaupt? Theoretisch müsste ich niedriger Lava. Kosten aufwerte 33 Millionen. Eine schnittrige Larve. Schnittrige. Jo, Larve, mehr schnittrige. Das ist nicht so teuer. Besitzt ihr die Kraft? Machen lässt.
Ich kehre in die Stadt zurück. Das Blut der Nephalem fließt wahrlich durch eure Adern. Wenn das so ist. Und das ist so die Phase, die ich am liebsten habe. Wenn man das Gröbste hier hat und im Prinzip einfach die meisten Level macht. Im Verhältnis zu viel. Allerdings diese Phase geht nur bis Level 800 bis sagen wir mal 1000. Und ab dann wird's Reise jetzt, hey. Also ab dann. Ich bin bereit, finde, dass ich bereit die Sackgasse bin. Oh, doch, das sieht gut aus. Ich glaube, die Map geht hier weiter. Hier um zu helfen. Ich muss zurückkehren.
Barbarischer Atem des Todes. Das ist nicht ganz falsch. Wo ist ein Brustschutz? Wo ist Brustschutz? Augen. Nee. Ohren. Auch nicht. Kopf. Kopf. Hände. Füße. Kopf, Hüfte, Hände, Füße. Kopf. Geht nicht, kann ich knicken. Weil denn ich stehe auf denen verzichte und das will ich nicht. Gut. Aber dass der nicht stirbt, das wäre mir ganz recht. Eure Fähigkeit. Ich werde nun noch mehr gefürchtet. Das wäre mir jetzt schon ganz recht, wenn der nicht sterben wird. Das Schicksal ist euch heute hold. Bin ich immer gespannt. Ich dabei? Vergesst nicht, dass ich das Glück stets wandle. Ja. Vergesst nicht, dass ich das Glück stets Ich bin nicht. Überlastet. Verrennig. Na? Das war verrennig. Level gemacht. Wie gesagt, das ist die Phase, wo man Klavisch am meisten macht. Also leider geht das ja relativ schnell rum. Ne?
So, das sieht mir jetzt mal Sackgasse aus. Das hier messen wir mal den zurück. So. Wie sieht denn eigentlich die Meta aus? Das würde mich jetzt mal interessieren, was Meta gespielt wird. So, hier ist es dasselbe wie bei mir. Tatsache, den spielt man genauso. Gut, der hat halt jetzt besser auf Arschaisch, ne? Oh, das Ding ist perfekt gerollt. Guckt ihr das auch? Das Ding ist perfekt gerollt. Oh, aber doch. Vorbereitung, Konzentration. Ne, der hat doch ein bisschen anders starkes Bild. Ja. Der hat doch ein bisschen anders starkes Bild. Bogenschießen. Boah, der Paragon-Level. All das geht wirklich nur, wenn du keine Freunde und keine Lebe hast, alle. Aber trotzdem, ich ziehe den Hut vor, alle Respekt, alle. Da braucht man Sitzfleisch für so zu spielen. Da braucht man echt Sitzfleisch, das hätte ich nicht. Schon.
einen Edelstein? Ich muss zurückkehren. Ein guter Kampf. Ich fühle mich stärker. Alles Schrott. Ja gut, für die Kleider habe ich ein Schwert. Wenigstens etwas. Eine exzellente Wahl. Wenigstens etwas, ne? So, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich die Gärtel, wo wir brauchen. Auch wenn ich nicht dran glaube. Alles ist möglich. Ja. Ein Schnäppchen. Ja, alles Schrott hat sie. Alles Schrott hat gut. Ein Schnäppchen. Ja, alles Schrott. Oh, das war einer, wo ich brauche. Da war ich ein bisschen schnell, aber ja. Aber ja, ne? Shit happens. Ne? Shit happens. Wieder mein Kabel, du jetzt, Anne. Oh, steig mir doch den Buckel aus. Na, Keil. So, weiter im Text. Da haben wir schon halbwegs weh. Seid von den Feinden der Nephalem umgeben. Nicht bereit.
Ich kehre in die Stadt zurück. Und wie viel Kies haben wir? Silber. Ihr habt eure Prüfung. Nee, jetzt wurde Frank weg, jetzt habe ich einen Verbrauchsgegenstand. Oh je. Mein Name ist Urschel. Ach, ja. Ich bin hier, um zu helfen. Jetzt habe ich ihn. Gut gemacht, Jack. Eine ruhmreiche.
Schnäppchen! Entfesselt! Der hat sich mal gelohnt. So, da bin ich wieder. Und lebst du noch? Ja, gerade so. Alles ab und zu hat man dich ja doch mal. Ab und zu hat man dich ja doch mal seufzen gehört. Sicher war leichter, wie ich dachte. Ich habe wie immer richtiger Müll gekriegt. Aber ich muss sagen, ich war doch ein bisschen vorsichtig. Ich hab nur um 70er dann eher Stückchen Sachen gemacht, also das war mir dann doch nicht so geheuer, also ja, er hat doch gerade noch die Robin mir geschrieben, ja, ob ich denn noch wach sei, da hat sie zurückgeschrieben, ich bin im Diablo Gas. Ja, können wir uns ja mal überraschen lassen. Ja. Kann ich ins Spiel kommen, aber ich werde glaube ich nicht, weil das ist 70, das ist glaube ich im Moment ein bisschen kritisch für dich. Wir können aber nicht sicher laden, wenn du willst. Alle, das ist. Brauchst du eigentlich noch selbst Teile mäßig was? Nö, doch nicht. Hm? Ich kann ja auch erstmal so, bis ich alle Steine auf. Du, ich brauch auch niedrige Städte, deswegen, wir können gerne zusammenlaufen. Na gut.
Naja, was heißt mit alle 120er wollte ich jetzt nicht laufen, hallo, aber nach 50er hat er eben gut geklappt und ich muss ja, noch drauf. Boah, der heute war 1, 2, 3, 4, 5 Silver Portal Schlüsselfalle gelost. Ja, gut. Ich muss zurückkehren. So. Wie gesagt, 50er ist perfekt. Also da kann ich noch ein ganzes Weil schlafen. 50er. Ich hatte halt keine Keys mehr, deswegen habe ich das Weil gemacht. Aber ich muss kurz verschrotten. Apropos, ne? Welche was gerade Weil gefallen ist? Ramaldins Gabe, aber du warst nicht im Spiel. Ja, das klingt doof, aber ist eben so. Weil habe ich für lauter verschrottet, was ich eigentlich bräuchte. Aber gut, ne? Das ist halt immer, ne? Im Eifer des Gefechts. So, kann losgehen, wenn du willst. Weil die 50er haben für mich den Vorteil, die kann ich aufwerten, die sind nicht so teuer. Entschuldigung, ich habe mein Portemonnaie, mein Handy geholt. Level ist hier wie großer, ohne Witz, alle die Level, das macht mir blub 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 blub. Ja. Sehr schön. Ganz vorne. Ich bin gerade bei um die Ecke gekommen. Ja. Gut, aber ich muss bitte ausgeben, das habe ich total vergessen. Hallo. User joined your channel. Hello. Hi, da ist der Robin. Hi, servus. Hi, wie geht's dir? Schlechter Mensch, weißt du. Ja, hab ich vergessen, sich. Schon lange. Ich vorwarne, wir sind live. Oh, okay. Ist ja nicht schlimm, oder? Nö, ist okay. Das weh. Was spielst du? Wie war der Urlaub? Alles gut? Mhm. Ich glaube, demnächst gehe ich nochmal. Wow, durchleben. Ne? Ja. Durchleben. Man muss sich gönnen.
Ja, recht Tosche. Recht Tosche. Ja. Ich, was meine Frau gemacht hat. Robin. Was? Weiß ich nicht. Wir haben doch zusammen Titan Quest gespielt, du und ich, ne? Meine Frau hatte mit Ohr gefangen, ne? Die hat's nur 2 Wochen durch. Und sie hat genau das gesagt, was du sagst. Ragnarök ist geil, Atlantis ist der totale Scheiße. Müll. Weil das der totale Müll, hallo? Ich höre dich bei Twitch auch. Hi, gut. Aber, ey. Ich bin stärker geworden. Was spielt ihr? Hardcore. Ja, wir hätten noch ein Plätzchen frei. Wenn du möchtest. Warte, ich überleg mir. Ich lange Diablo nicht. Aber wenn ich da reingehe, muss ich dann meine Müll sortieren. Die Season ist noch nicht um. Hallo. Okay. Danke. Frank dachte, die wäre schon um. Hallo, ich wusste es auch nicht. Hallo, ich spiele seit einer Woche jetzt. Hallo, ich bin auch nicht so drin. Aber ja. Für einen 50er und kleine Steine reicht es allemal. Ja. Und wie gesagt, wenn du jetzt neu anfangen würdest, aber ich meine, du hast schon 50er, oder? 70er, schade, du bist ja auf. Du hast ja für die Season-Reise irgendwas, gell? Robin. Ich hab schon fertig. Das wäre. Mhm. Das wäre, da kannst du da locker mitlaufen, aber locker. Ich will nicht sterben. Ah ja, das wollen wir klavisch alle nicht, hallo. Ja, wir haben hier Gnade der Armen, ne? Ja. Das wollen wir klavisch alle nicht. Also die Season geht noch circa eine Woche, wenn ich es richtig mitgeredet habe, dann ist und die Next Season scheint richtig, da gibt es so ein neues Blutsplitter, eine neue Art von Blutsplitter. Und da kannst du richtig hoch. Ich habe mich halt mit ihm unterhalten, der hat PTR gespielt. Also, der spielt normal, also ein bisschen überdurchschnittlich gut. Es ist ein guter Spieler. Der läuft regulär 150er G-Rift. Ich denke zwar, dass das noch gefixt wird, weil ich glaube nicht, dass die wollen, dass ein normaler 150er läuft. Aber ich hätte jetzt kein Problem damit, also... Ich steht 150 okay. Love, wenn es geht. Wow. Jetzt muss ich mal erstmal gucken. Ja. Das ist meine Tote. Bubi. Was? Ich heiße Bubi im Spiel. Übrigens, ich spiele gerade Wei mit meinem zweiten Account. Also das ist nicht mein... Ihr seid verrückt, du und er. Wer will ja nur noch New World spielen? Der will ja gar nichts anderes mehr spielen. Echt? Ja. Diablo 2. Nee, das ist schon lange nicht mehr. Also das, da haben wir beide keine Lust mehr drauf. Hallo. Er wollte mir den schenken. Echt? Echt? Er wollte mir mal auch Totenbeschwörer schenken. Aber vergiss es. Das ist Bier. Du, auf dem Twitter-Account hier habe ich das auch nicht. Also ich... Hallo. Der Witz ist, ja, auf meinem Hauptaccount habe ich den Todbeschwörer mir bewusst gekauft, aber nur weil du 2 Charakterslots mehr hast. Also, ich spiele ja Necro gar nicht. Also, der ist mir vollkommen egal, aber ja. Und hier habe ich gar keine. Moment, warum sehe ich dich nicht?
Wir spielen Hardcore. Ich sehe dich, Frank, aber ich sehe ihn nicht. Hast du mir nicht zugehört? Ich habe meinen Zweit-Account. Du musst mich jetzt erst als Freund anklicken. Ja, komm mal ins Spiel und dann kennen wir. So. So, du hast jetzt eine Freundschaftsanfrage bekommen. Big Daddy! Ja, genau, das ich bin ich. Mama. Oh, du bist aber vom Level her viel her wie mir. Hallo. Warte mal. Wie kann ich deinen Namen hier schreiben? Wo kann ich Freundesnotiz anlegen? Aha. Jetzt muss ich hier schreiben. Aber ich spiele den Account kaum. Also wie gesagt, das ist jetzt die zweite Season, wo ich den spiele. Also ich kann nicht schreiben. Es ist gut, dass du mich hier hast, aber es ist nicht wichtig. Also wie gesagt, ich werde nächste Season wieder mit meinem Hauptding spielen. Das ist jetzt einfach just for fun, ein bisschen dumm Zeug. Also wie heißt du nochmal bitte? Hä? Sascha heißt du? Sascha heißt du. Ja. Sascha, kannst du Sascha reinmachen. Ich hab deinen Namen vergessen. Och, da gibt's Schlimmeres. Wie gesagt, das ist so evil das, an wen es schwer gemeint ist. Oder neuerdings ja Felser Paladin. Ist auch richtig. Ich habe einen neuen Verbündeten. Meine Feinde werden stärker. Nam, 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 nam. 431. Aha. 522. Okay, ja. Big Daddy. Also ich habe gerade vor 5 Minuten mein Set komplett gemacht. Also ich habe hier, wie gesagt, das ist alles noch sehr jungfräulich. Warte, was ist das, was ich habe? Ah, diese. Okay. Aber du bist schon viele hier gelaufen wie mir. Also du musst ein bisschen Rücksicht nehmen. Also wir sind zwei alte Männer und du bist noch jung und knackig. Du sagst es. Ja, ich sag's. Oder willst du mir widersprechen? Nö. War besser so. Was für ein schönes Kompliment, ne? So. Ja. Dankeschön. Ich muss mal gucken, ich habe so viele Sachen im Dings drin, im Inventar. Alles in den Schrott brauchst du nicht, alles neu. Finde mal alles neu. Der Kreis. Okay, alles Müll. Oh. Hä? Fokus, da ist meine Dings. Okay. Wenn ich sterbe aber, dann habe ich nichts mehr. Wenn du sterbst, zieh mehr. Ich habe wenn ich tot bin, war's. Also, ich habe noch einen Mönch auf Level 13. Also, so viel zum Thema. Dann mach dir doch schnell noch einen Jäger, den du irgendwo hinstellst. Also, ich glaube, wenn ich hier sterbe, wie gesagt, das ist im Moment. Das ist dumm Zeug, was ich da mache. Das mache ich wirklich just for fun. Also, ich habe mit Freakshow vorgestern haben wir Hardcore gespielt. Ich bin in einer Stunde, ich glaube, 3 Mal gestorben, weil wir haben wirklich nur dumm. Es war mir auch egal. Ich habe gelacht. Also, ihr kennt mich, ich lache nicht viel. Also. So, kennen wir? Na? Ui. Warte kurz. Ja. Mein Drink. Meine Hose. So, wir sind erwacht. Dann gehe ich mal ganz kurz Pipi machen. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. So. Das ist mir recht. Ich
das Haus. Da bin ich wieder. Können wir? Na, das ging ja schnell mal. Hast du eine Schwanenhalsflasche da? Echt? Hey, was war das? Hast du Balkon rausgepinkelt? Oder Fenster raus? Ich weiß nicht. Du bist so schnell gekommen. Nee. Alle, guck dir mal Hintergrund. Oh, also ich habe hier die ganze Zeit im Wohnzimmer gestreamt. Und ich bin jetzt umgezogen eine Etage höher. Und ich sitze quasi press vor dem Klo. Hallo. Mein Klo ist hier alle 3 Meter weit, muss ich schlafen. Also, wenn ihr im Stream seltsame Töne hört, dann kann das sein, dass das nicht ich war. Hallo. Okay. So, jetzt also. Warum man rechtens ausreden ist, ne? So. Merke ja. Ich mir. Jetzt, was machen wir? Wir machen kleine Portale. Es ja, fuchtige. Wir kennen aber mit der Zeit her. Also wenn, wie gesagt, ich denke, ja, Frank wäre der Abball. Ich muss noch wahrscheinlich auch 40 aber, hochbringen. Ne? Mindestens ja. Viermal muss ich einen 50er laufen, dann sind die alle 40, alle 3 und dann Was? Kann man überlegen, 55, ne? Dann wieder 3 Mal, dann 60, wieder 3 Mal. Genau, gucken, wo wir aber aufpassen müssen. Das ist wirklich gefährlich. Wehe Frank. Ich habe auf Qual 60 stehe. Also wenn wir normale farmen, das ist viel zu hoch, fette Frank. Da müssen wir aufpassen, dass wir dran denken, dass er entweder nicht mitläuft oder dass wir runterschrauben. Das ist mir egal. Also das ist welcher Level ist Frank? 70? Ja, und ich habe das und ich meine, ich weiß nicht, ob ich einen 70er ausprobiert habe. Probiere mal erstmal Schlüssel. Wie gesagt, von mir aus, ja. Aber ich will nicht, dass der Frank Kops geht. Das wäre also das ist. Okay, wenn ich verrecke, was ist dann? Dann zieh ich da naja. Dann aber machen wir nochmal Karl 6. Ja. Wir können nach runter gehen, wenn er wollen. Also das ist mit Sicherheit. Also ich weiß überlebe, denke ich, aber ja. Allerdings mit meinem grotten Internet, was ich in letzter Zeit habe, ne, also ist. Weil da kann ich jetzt Wallungen machen, wie ich will. Wenn ich hier Standbild habe, bin ich auch tot. Also, und ich habe in letzter Zeit öfters nicht mehr Standbild, sondern dass mein Internet sich komplett verabschiedet hat. Und das ist in Hardcore nicht so gut. Warframe geht, die Fahrt auf Extra geht. Ich hab alles vergessen. Das macht nichts. Wir sind multitasking fähig. Wir lernen das alles neu. Parallel. Aber ihr werdet lachen. Ich hab ja länger Päuste hier in Diablo. Ich muss mir wirklich ein paar Sachen wieder aufrufen, wie es ging. Hallo. Echt? Was für eine? Ah, der ist gut, aber egal.
Bist du schon nächste Ebene? Ich glaub nicht. Ich bin auf Ebene 2 und ihr? Ich komm zu dir, Victor. Ja. Danke, du kannst, Ares. Es müsste safe sein. Gut. Oh. Oh. Oh, wo, wo. Der war übel. Der hat mir, war ja, wenn er mal ganz schön eine mitgibt. Hast du gedacht? Der tut dir nicht weh? Hast du gedacht? Nee, sagen wir mal, wie gesagt, wenn ich nicht mit Rechel und so, ne, dann ja. Ich wollte noch drinnen bleiben. Jo. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Oh, uraltes Fokus. Uraltes Fokus habe ich bekommen. Ah. Aber scheiß Werte, da muss ich was ändern. Frank braucht noch Ramaldin, falls er nie fallen sollte. Bei mir ist noch keine gefallen. Könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen? Eine neue Waffe kommen. Batzfeder. Frank, brauchst du Raufholt-Armschienen? Nö. Neue Waffe? Auch nicht. Ich brauche einen Sockelstab. Ding für den, Ihr könnt zwei zusätzliche Geschütztürme gleichzeitig aktiv haben. Ja, ihr erhaltet die passive Auslese, okay. Was brauchst du, hast du gesagt? Für den Totenbeschwörer, den ich mir vorhin auf 70 hochgespielt habe, brauche ich so eine Gabe, dass ich die Waffe mit dem Sockel versehen kann. Hm. Worauf warten wir? Ich warte auf euch, ich bin soweit. Guck mal, Frank, vielleicht brauchst du das. Nicht aufnehmen. Ja, der ist Account gebunden. Ach so, nein, ist scheiße. Ja, hab ich vergessen. Lernt eure Macht. Thank you.
So, ich habe gerade die Sackgasse gefunden. Mein Pass ist nicht ausreichend. Noch nicht bereit. Noch einen Schrei? Sehr gut. Spürt meinen Zorn. Oh, die nächste Ebene. Oh, das ist diese. Bla bla bla. Ach, die so viel bla bla. Ja. Welche Level ist das? Ach so, ui, ui, ui. Was? Hallo. Den kann ich leveln. Welche Stufe haben wir gerade? Ha? 50. Das ist okay. Ich muss zurückkehren. Du brauchst Hose, hast gesagt? Oder? Natalias Hose. Maredeus. Was brauchst du, Ingo? Nein. Schlüpfring. Brauchst Frank? Ich hab alles, ich brauch so eine Gabe. Gabe, was ist Gabe? Das ist dieses Ding, was man auf Waffe knallt, damit da ein Sockel reinkommt. Ramaldins Gabe, Robin. Dieses Würfelchen brauche ich. Ja. Ah, diese Würfelchen zum Waffe. Ja, ja, ja. Jetzt. No, den brauche ich sonst nicht. Mein Gott, jetzt habe ich verstanden. Sorry, Frank. Gott sei Dank. Echt, ey. Ja, das ist aber vielleicht schon ein bisschen früh, ne? 5 nach 2. Ja. Na, für mich ist schon bald Zeit für ein Bett. Nee, ich bin vor kurzem aufgestanden. Ich habe ein paar Stunden gedüst. Davor war ich draußen und dann war ich kaputt. Also manche Mod zuckt mein Leben richtig übel. Also ich bin wirklich froh, dass ich Feiglingstein drin habe. Also Feiglingstein? Der, wo heilt. Weil normalerweise... Da geht ja die Treppe halb hoch und den blauen lässt das stehen. Ja, da guck ich dann nochmal nach und schub die hoch. Das ist kritisch. Ja. Normal spiele ich hier mit Tekok und der macht hier Schild durch Wirbel und auch mehr Damage. Und ich habe lieber den Stein, der Schild generiert. Das und, und heilt. Also
Das machst du gut. Prima. Ich hab keinen Bobs. Ich? Ich muss nichts fühlen. Ah ja. Das ist Teamwork. Toll, ein anderer macht. Echt, ey. Aber glaub mir ernst, Robin, wenn du heute Morgen oder heute Mittag hier mit mir gespielt hättest, so ging bei mir gar nichts. Also, ich hatte das türmische Set, das war so langsam. Das war so langsam. Also, da ist er dann. Macht keinen Spaß, danke. Eine Zeit lang war es witzig. Das Problem war nur, ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und wie gesagt, seit ich jetzt das Set hier habe, das geht mir bäm, bäm, bäm. Also, das macht mir. Okay. Du hast kein Set gehabt. Okay. Ja, ich hab das Set. Ärgerlich. Aha, ist schon erledigt. Hi, Urshi. Ja. Schon lange nicht gesehen. Obsidian Rig. Ausgezeichnet. Ich bin stark. Ups, da ist mir was rausgefallen. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen, Pech gehabt. Bis bald. Bis bald. Was? Mein Gepäck ist voll. Das hatte ich dabei? Was ist denn jetzt los? Sieht besser aus. Jetzt wirst du gleich sehen. Aha. Aha.
Ja, Mann. Ich habe Hose verloren. Was? Siehst du meine Hose? Ich habe keine Hose mehr. Hallo, diese Hose. Okay, gut. Nehmen wir mal. Und jetzt färben wir diese Hose. Ich habe hier Hose gewechselt und ein ganzes Ding ist weggegangen. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Wie sieht das aus? Naja, nehmen wir mal weiß. Okay. Bisschen empfindlich, aber jetzt habe ich wieder meine Hose. Wie siehst du aus, Frank? Jetzt muss ich Frank gucken. Oh yeah. Können wir weitermachen? Frank, nimm ihn doch, Frank. Ah. Boah, ja, das habe ich schon mal voll abgedreht. Ja, warum laufst du da rein? Du musst es kennen. Du bist doch Experte. Nachher, aua, aua. Du weißt schon, wie das mit der Helden ist, ne? Das Friedhof ist voll mit Helden. Ja. Die waren stark. Jetzt nimmer. Oh, die nächste Ebene ist gut. Ja? Ja, ich bin noch nicht so weit. Dieser Charakter ist langsam. Nur kann ich wirbeln, dann kann ich schnell, aber das will ich nicht. Hui. Fehlgeschlagen. Mein Stein. Zu hoch. Okay. Ja. Dreimal fehlgeschlagen. Ich habe nicht gemerkt, dass so hoch ist. Paddy, geh mal auf. Wir machen jetzt 5 höher. Was? Warum willst du das so machen? Weil alle Steine auf 40 sind. Nicht, dass ich verrecke. Bist du Krümelchen? Brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Belagerung Ballister auch nicht. Verfluchtes Anlitz. Unheilige. Brauchst du auch nicht. Geisterstunde nix.
Akaisch Oculus Ring habe ich bekommen. Super geil, Mann. Guck mal da. Den nehme ich. Die gebe ich dir nicht. Ach, ja, siehst du mal. Hättest du gerne. Oh, Oculus Ring. Was macht man damit? Obszöner Kupferstich. Aha. Aha. Warum gib mir nicht was Gescheites und gib mir so einen Scheiß? Ich verstehe nicht. Promise. Ihr seht aus, als könntet ihr diesen. Ich bin klar. Dass ich das Glück stets wandle. Das kann ich mir nicht leisten. Was war das, was ich. Ach so, da für den Schuh. Nee. Ihr benutzt es nicht. Damit. ...700 bin ich noch. Nicht einmal 800. Nee. Ja, da muss ich noch ein bisschen Hardcore spielen. Hilft alles nicht. Hm. Eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe nicht richtig Lust. Ich weiß es. Ich habe keine Lust. Wie gesagt, ich mache das soweit just for fun. Alle, das ist jetzt... Hm. Aber ich denke, nächste Season war ich doch wieder zum Ende ein bisschen mehr Softcore auf meinem Hauptaccount. Und ach, also wie gesagt, wenn man da wirklich 150 erschaffen sollte, dann werde ich das natürlich ausnutzen. Also dann werde ich da viel spielen. Was heißt viel? Ja, aber doch regelmäßig spielen. Okay. Ich. Nee, allgemein spielen nicht mehr. Moin, schreibt eine. Hm? Was will er? Arvid, allgemein, da steht, einer hat morgen geschrieben. Moin, ach so, moin. Ja. Hm. So ist, sind viele noch aktiv, so im allgemeinen Chat, hallo. Wow. Befrona viele, ob jemand einer zum Spiele sucht, das ist angenehm. Also, da finde ich Arugi zu jemand. Haben die keine anderen Spiele zum Spielen? Was? Fällt mir das ein? Haben die keine anderen Spiele zum Spielen, außer den Diablo? 53, warum so ungerade? Warum nicht 55? Mach was anderes. Jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Salat. Eieieiei. Ist schon da. Okay, gehen wir raus. Hey. Oh. Bist du da? Rein. Ja. Blute abschauen. Mein Pass ist nicht. Ich bin noch nicht gesehen. Oh. Oh. Was ist denn, Mama?
Zack. So schnell geht das. Ja. Hallo, Uschi. Schön, euch zu sehen. Oh mein Gott. Ach, der ist jetzt gegangen. 44 auf 45, 80%. Ich habe 47, da ist nicht einmal hochgegangen. Zweimal wieder kaputt gegangen. Ich weiß nicht, welche Stein das ich noch machen soll. Oh, Queenies. Krümmelchen wieder. Und kam jetzt vom Craften, was nicht das heißt. Frostbrand. Und das Anlitz. Ein guter Kampf. Okay. Ich fühle mich stärker. Das ist so teuer. Okay, dann. Das Glück ist mit den Mutigen. Oh, Schimpanserhandschuhe. Das kann uralt. Ich mir nicht leisten. Aha, geht fit. Brauche ich aber nicht. Ich weiß, ich wüsste auch nicht, was man damit soll. Echt? Das sieht nett aus. Aussehen, aber. Dabei, ich hatte mal ein ausführliches Video über den Begleiter, also man kann den Begleiter so skillen, dass der die Panzerhandschuhe braucht. Aber das ist alles, wie gesagt, also ich, das mit dem Begleiter, ich hab's nicht so ganz, also ich hab jetzt ein paar Sachen, dass er gut ist, gemacht, aber so ganz beherrsche du ich den Begleiter nicht. Mhm. Seid ihr bereit? Ja. Mama Stufe 55. Ja. Ja? Qualsiv. Oh, Kiki. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ja, ach du Scheiße. Hm. Auf Wiedersehen. Nein, gehe ich raus. Einmal alle raus. Ja. Gut, einmal alle raus. Ich bin raus. Er hat die Krone. Ich bin auch, du. Sollen wir runtergehen vom Ding oder wollen wir? Nein, bleib so. Gut. Ist doch Wurst, oder? Ich habe einen neuen Verbündeten, doch meine Feinde. Wo ist Pierre eigentlich? War er. Das frage ich mich auch. Aber sagen wir mal, wir waren gestern verabredet und da habe ich verschlafen. Mhm. Und heute war mir verabredet, da ist jetzt er nicht gekommen. Hm. Ja. Heute trotz der. Weil du nicht da warst, ja, heute komme ich nicht. Kann auch sein, keine Ahnung. Oder vielleicht ist er krank. Ja, deswegen, der hat ja Rückenprobleme, alt. Hm. Hm. Kenn ich. Aber wo bin ich jetzt? Ich hatte doch was vorher. Ah, genau, ich hatte was vorher, genau. Was hast du vor? Ich finde den Helm so hässlich. Hm, ändere mal das. Genau, da mache ich jetzt Transmog. So. Kommt ihr hier? Ich komm. Sekunde. Ich hab nur an der. Ich bin jetzt ein Rotkäppchen und der böse Wolf, also irgendwas. Ja, er hat ja echt einen Brustpanzer in der Charge gekriegt für den Marodeur. Das ist doch super. Oh Gott, Mhm.
Es war einmal Robin. Diesen Kampf werde ich gewinnen. So sagt die. Ich nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Oh, Achtung, das ist noch einer. Okay. Das hat sich gelohnt. Ich muss zurückkehren. Aber die nächste Ebene ist schön. Alles soll ich nicht zumachen. Mir. Kannst du machen, was du willst. Wie willst du? Willst du machen? Mach's so. Wie gesagt, ich clear ungern. Also das ist für mich Zeit. Ich auch. Ja, ich auch. Das macht Frank gerne. Echt? Mhm. Schlechte Angewohnheit. Wer hat ihm beigebracht? Aha. Jetzt möchte ich gerne wissen. Du bist der Führer. Hast du ihn beigebracht? Ja. Frank hat er. Als ob auf mich irgendwer hier wird, ne? Ja. Meine Ahnung. Ja. Das hat Freakshow auch immer. Ich hätt's gesagt. Ja, ist klar. Ich hab's gesagt. Ja. Yay. Also ich hab nach dem Boss zu killen in der normalen, meistens noch in den nächsten Ebenen jedes Mal einen Goblin gehabt. Und ganz echt? Häufig einen Blutgoblin, ja. Echt? Nur Schlache, ich könnt's nicht beurteilen, weil ich die Dinger immer zumache. Das ist kein Witz. Also, ich könnt's nicht beurteilen, ich wüsste nicht. Bist du Mönchwaffe, Frank? Hardcore, ja, was denn? Hardcore, Mönchwaffe. Willst du Mönch spielen? Nee, guck jetzt mal. Ja nicht. Schlag. Oh, sogar ein Uralt, ja. Cool. Nur Material, gell? Nee. Ja, kommt in eine Kiste und vielleicht mache ich auch mal einen Mönch als Hardcore. Ja, kannst du machen. Was ist das Deutsch? Nee. Ah Gott, ich will hier. Also, ich höre auf. Ich? Mhm. Der Sascha wollte ja auch ein Set. Ja, das wäre ich hier dann auch auf. Ja, ich habe keine Lust. So, ich spiele noch, schnell im Chat. Path of Exile! Ich spiele noch 2 Stunden Path of Exile und dann gehe ich auch noch mit. Mach ich mit, Mann! Ihr sucht dies. So, meine lieben Zuschauer, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich sage danke, Betalda. Danke Ice Wizards, danke Ladybug X, danke Lana Ray, danke Ruby XP. Wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Wollen ihr noch irgendwas sagen? Wünsche.
wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Genau, genau, und tschüss. Wünschen wir einen schönen Sonntag. Genau, und liken, teilen, abonnieren, und in diesem Sinne sage ich Servus.